Hey, this is ACH, the best dancer in professional wrestling with the best butt in pro wrestling, and you are listening to Wrestling Talk Radio. Hallo und herzlich willkommen im Wrestling Talk Radio zum zweiten Teil unseres Rückblicks auf Wrestle Kingdom 16. Ich bin der Sven, euer Pumper der Herzen, und ich habe mich zusammen mit Chris und mit Alex schon ausgiebig über die ersten beiden Tage Wrestle Kingdom dieses Jahr unterhalten aus dem Tokyo Dome. Heute gibt es dann den zweiten Teil. Wenn ihr den ersten Teil noch nachholen wollt oder generell irgendwelche Sendungen von uns nachholen möchtet, dann geht ihr am besten auf wrestling-talk.de. Dort findet ihr unser Archiv mit allen Sendungen, so die Seite mal funktioniert. von da aus geht's auch weiter zu allen Podcast-Plattformen und Portalen, wo ihr uns hören könnt. Dort geht's weiter zu YouTube, wo ihr eure Kommentare am besten abgeben könnt und so weiter und so fort. Ihr wisst Bescheid, wie der Scheiß funktioniert. Damit haben wir den Werbeteil heute direkt am Anfang erledigt, und ich stelle meinen Co-Host vor, denn wir quatschen heute, wie gesagt, über den dritten Tag von Wrestle Kingdom, der unter dem Motto New Japan Pro Wrestling vs. Noah stand. Und damit wir hier nicht mit noch mehr heruntergelassenen Hosen dastehen wie sonst beim Podcast, habe ich mir einen Basti dazu geholt, weil wenn sich einer bei uns im Team mit Noah noch einigermaßen auskennt, dann hier unser Meckerrüger. Gute zurück. Hallo, ja, nachdem ich die Opening Bell gehört hatte zu Wrestle Kingdom und wie Alex sich dann bei dem Namen Kaito Kiyomiya einen abgestottert hat, dachte ich, das kann man doch so nicht stehen lassen. Da muss man ein bisschen Expertise rein. Absolut. Ja. Wie geht's dir denn? Och, mir geht's soweit eigentlich ganz gut. Ich habe mich die Tage verletzt, aber das ist okay. Also ich habe mir beim Aufstehen vom Fußboden bin ich an einem so ein Couchtisch mit einer Unterkante am Rücken lang geschrammt, hab den quasi mit meiner Hüfte einmal hochgehoben und hab da so eine richtig schöne blutige Wunde dann gehabt. Geil. Ja. Du bist jetzt sozusagen der Kenter unseres Podcasts, genau, hier. Genau, ich hab meinen inneren Kenter gepult in Vorbereitung für diesen Podcast. Aber im Gegensatz zu Kenter kann ich antreten. Ne? Das sind halt die Profis hier. Ja. Also hier die kaputte Hüfte von Kenta, ne? Ja. Die würden wohl 5 bis 6 Monate kosten. Das ist so bitter. das ist so wirklich so bitter. Du musst mal überlegen, mit einer ausgekugelten Hüfte kannst du ja quasi nichts machen. Nein. Ja, wenn du dir jetzt einen Arm brichst oder so, ja, dann könntest du ja theoretisch trotzdem dich auf ein Laufband stellen und könntest ein bisschen dich bewegen. Ja. Ja, oder wenn du dir das Bein brichst, hockst dich halt in den Rollstuhl und trainierst ein bisschen deine Arme, hast ein bisschen die Möglichkeit, in Form zu bleiben. Hüfte ist halt, du liegst da und bewegst dich am besten nicht, so gut es geht. Ja. Also ich kann das nur aus so, ich habe mal einen Hexenschuss gehabt. Das war schon unangenehm. Oh, das auch witzig, ja. Ja, ja. Ja, das ist, aber die Story, ich habe mir den beim Telefonieren geholt, weil ich aufgestanden bin. Ich bin einfach nur aufgestanden aus dem Sitzen und konnte danach nicht mehr reden, weil ich was mir durch den ganzen Körper gefahren ist. Deswegen, ich fühle Kenta gerade in doppelter Hinsicht. Hexenschuss war damals auch der Auslöser, dass ich mit dem Training angefangen habe. Ja gut, das ist jetzt ein paar Jahre her. Also der Zug ist abgefahren. Saudumme Idee damals auch gewesen, weil sie mit dem Hexenschuss sich irgendwie auf den Boden legen und versuchen, das Ding wegzustrecken. Ja, dann kann ich nämlich nicht mal hoch. Aber das ist eine Geschichte für einen anderen Podcast, glaube ich. Ja, wir können es ja gerne mal im Clubhaus vorbeikommen und dann reden wir uns über im Mount Rushmore über unsere Top 5 Verletzungen oder Schmerzen, die wir jemals hatten. Oder da hätte ich ein paar ekelhafte Geschichten parat. Ja, fast so ekelhaft wie Wrestle Kingdom Tag 3. Fazit vorweg. Aus der Yokohama Arena in Yokohama, Japan. Japan. Live zu sehen auf Abima TV, mit Verzögerung dann eben auch auf den Streaming-Portalen. Ich habe versucht, mir das Ding samstags so ein bisschen live anzugucken
und habe, wie viele, viele andere Zuschauer, auch massive technische Probleme auf Abima TV wahrgenommen und habe beschlossen, ich hole es lieber nach, wenn eine saubere Version verfügbar ist. Wir hatten ja noch gesprochen, sag mal, also jetzt, du hast ja gesagt, es wird 10 Tage später auf New Japan World erscheinen. Da dachte ich so, was ist denn jetzt eigentlich mit Wrestle Universe? Das habe ich ja abonniert von Cyberfight quasi, wo DDT und Tokyo Joshi Pro und eben auch Noah läuft. Also, oh, keine Ahnung, da hat nie einer was drüber gesagt irgendwie. Und dann so heimlich still und leise war es dann in 2 verschiedenen Versionen, sogar auf Englisch und auf Japanisch verfügbar. Ja, und es gibt scheinbar massive Unterschiede in Versionen. Gefühlt hat jeder Mensch eine andere gesehen. Ja, vor allem hat gefühlt irgendwie jeder was anderes gehört. Ja, vor allem das. Ja, also während der Live-Ausstrahlung gab es wohl massive technische Probleme auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite eben auch aus rechtlichen Gründen keine Themes. Und keine Themes ist halt ein Thema, was ich aus meiner New Japan Anfangszeit halt noch kenne. Ja, Musikrechte sind einfach eine Hure. Und wenn man dann halt so eiskalt ist und einfach den kompletten Entrance stumm schaltet, ja, um die Musik stumm zu schalten, hast du halt auch keine Fanreaktionen. Klar, hörst du aktuell eh nur klatschen. Aber dir fehlt auch die Vorstellung der Leute. Ja. Und dann bin ich dann halt als Noah nur gelegentlich Gucker, der jetzt nicht den ganzen Kader auswendig kennt, ja, etwas überfordert, wenn dann keine Bauchbinde unten eingeblendet wird. Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Ich hatte noch dazu ASMR. Also bei mir wurden in der Version nicht alle Lieder ausgeschaltet, sondern es gab halt, ich sag mal, 3/4 waren verfügbar. Aber wenn, dann hatte ich ein bisschen ASMR, wenn mir die englischen Kommentatoren dann so ins Mikrofon schnauben dabei, während dann die alten Männer zum Ring kommen oder irgendwie so. Und dachte ich, oh, das ist auch ein bisschen unangenehm. Kann vielleicht man sich da nicht muten dann so ein paar Sekunden? Ja, vielleicht waren es ja die alten Männer, die so geschnaubt haben. Das kann natürlich sein. Ja, die haben da einfach hier dann Tenkoji und den Funky Express sozusagen gedubbt. Also da tatsächlich da kommen wir später noch so, beim Funky Express war ich jetzt gar nicht so traurig, aber naja, das ist halt eine ganz andere Geschichte. Ja, aber ansonsten, ja, Liederdappen ist Kacke. Das macht viel, viel weg. Und wenn AEW Schimpfe gekriegt hat dafür, dass sie Kase Ninare weggedappt haben, also ausgeschaltet haben zwischendurch, ja, bei Wrestle Universe war es erst gar nicht drin. Sofort den roten Knopf drücken. Also ja, geht gar nicht. Blocken, melden und Anzeige. Ja, Anzeige ist raus. Also genau. Ich hab hier die Hassmelden-App auf dem Tablet schon raus. Aber wie gesagt, Yokohama Arena mit gut 7000 Fans vor Ort, die sich diese Show geben wollten. Und ich meine, die Ankündigung damals, wir machen eine Noah versus New Japan Show, die ist natürlich direkt eingeschlagen wie eine Bombe. Ja. Und Basti, wir als Wrestling-Fans, ja, da müssen wir uns jetzt beide wahrscheinlich auch einfach mal mitzählen. Wir sind ja sehr lernresistent, oder? Richtig, ja, absolut. Ja, weißt du machst irgend so ein Announcement, wir machen hier eine Zusammenarbeit mit Liga A und Liga B, und der Wrestling-Fan als solcher so, oh geil, Dream Match. Kannst du vergessen. Hat bei der Invasion nicht funktioniert, hat nicht funktioniert bei verbotenen Türen, in welche Richtung auch immer. Ja. Warum sollte es dann hier beim x-ten Anlauf von Noah versus New Japan, was ja nun gut dokumentiert in der Vergangenheit auch ist, dann einfach funktionieren? Wir saßen da schon, wenn sie Goshi Ozaki dann da hier gegen Shingo Takagi, da wurden schon gedanklich Zelte in der Hose gebaut. Ja, aber gegen Dick Togo ist ja fast genauso. So, also es ist, ja, Minus, ja, im Minusbereich. Vom okay. Zelt bauen zum Dick ist es ja nicht mehr so weit. Richtig, ja. Ja, aber da zieht es sich dann eher nach innen. Wobei, du musst dir mittlerweile bei House of Torture Matches einfach Nebenschauplätze suchen, haben wir ja beim letzten Mal auch schon festgestellt. Ja, sowas wie Eingriffe zählen oder so. Ich habe hier. Hast du deinen. Ich habe hier was anderes gezählt, da kommen wir nachher dann dazu. Okay.
dann werden diese Matches tatsächlich erträglicher. Für mich als, also nicht New Japan-Gucker tatsächlich, ja, also sondern nur Ergebnis und vor allem konsumierend über eure Reviews, war das teilweise, also ich bin ja, ich krieg ja schon, verdrehe ja schon so leicht die Augen, wenn die Los Perros del Mal de Japón so ein bisschen Shenanigans machen. Aber das war, gerade in einzigen Single-Match auf der Card schwer zu ertragen. Das ist richtig. Das war bitter. Ja. Ja, aber wie gesagt, hier die designierten Dream-Matches haben wir natürlich hier nicht bekommen. Jetzt kann man natürlich weiterhin das Prinzip Hoffnung hochhalten und sagen, ja, vielleicht ist das ja hier auch einfach nur der Grundstein für mögliche Dream-Matches, weil man muss auch ganz klar sagen, es liegt nicht an den Aktiven. Nein, absolut. Die haben sich nämlich den Arsch aufgerissen im Ring und haben alles getan, um möglichst irgendwie Folgeprogramme interessant aufzubauen. Es wird ein reines Politikum sein, ob sich gerade New Japan an der Stelle eben öffnet und Zusammenarbeit anstrebt. Und vor allem auch dann Niederlagen für sich, also damit umgehen kann, dass Leute Niederlagen einstecken. Absolut. Ja, weil da werden wir dann, also wir werden ja sehen, es gibt ja dann demnächst noch New Japan x All Japan, so wie ich das gehört habe. Das wird auch noch eine interessante Geschichte werden. Ob es dann, down the road, habe ich so, es gibt ja, ne, es gibt ja den, also da können wir später vielleicht noch im Fazit dann, wenn wir dann auf gewisse Dinge noch kommen. Das können wir dann noch machen. Ja, weil das wäre jetzt zu vorgegriffen, bevor man eigentlich den eigentlichen Event gesprochen hat. Ja. Dann sprechen wir einfach über den Event, oder? Ja, genau. Hast du die Pre-Show gesehen? Meine Version fing einfach an, ohne irgendein Intro. Und deswegen dachte ich, ja gut, wir starten einfach in die Show. Und habe dann erst festgestellt, nach den beiden Matches, ach, jetzt werden hier noch Intro-Videos gespielt. Das war eine Pre-Show. Gut, also ist es ein Ja. Und damit hast du auch gesehen, das Match der Young Boys gegeneinander, Kosei Fujita gegen Yasutaka Yano, dessen 10-Minute-Time-Limit-Draw endet. Ich hatte das Gefühl, es waren 5 Minuten. Und das ist ein gutes Zeichen eigentlich. Weil ich so, hey, wieso machen die jetzt nach 5 Minuten Time-Limit-Draw? Also, ich bin ein großer Yasutaka Yano-Fan mittlerweile. Also der hat sich so ein bisschen, ich freue mich immer, wenn ich den sehe. Über Fujita müsstest du mir dann halt mehr erzählen. Aber dann wurde mir halt am Kommentar erklärt, dass beide waren auf ihrem Highschool-Niveau Ringer auf japanischem Top-Niveau. Irgendwie, die haben in den höchsten Ligen gerungen. Mhm. Und Fujita war auch irgendwie Meister in seiner Gewichtsklasse. Fand ich hier ganz interessant, weil die beiden ja auch sofort in den Lock-Up gegangen sind, also in diesen typischen Ringer-Lock-Up und das Chain-Wrestling angefangen haben, was wirklich super toll ausgesehen hat. Definitiv. Ja. Ja. Ich habe jetzt letztendlich eine japanische Version mir angeguckt. Mhm. Ich habe jetzt mal mitbekommen, dass gerade auf New Japan Seite im englischen Kommentar aufgespielt worden ist, dass Fujita ja 3 Jahre jünger ist als Yano. Mhm. Aber schon viel besser. Das ja, also, ist eine Ansichtssache. Da ging es dann schon los mit den leichten Sticheleien sozusagen. Ne? Ja. Weißt ja, wahrscheinlich wird es auf Wrestle Universe andersrum formuliert werden. Wie auch also, immer. Ich habe ja den Kommentar von Mark Pickering und Stuart Fulton gehabt. Mhm. Ein Schotte und ein Australier kommentieren japanisches Wrestling. Das ist großartig. Die haben das sehr neutral alles betrachtet tatsächlich und sind mit einem sportlichen Ansatz an das Ganze rangegangen, so wie Noah in diese ganze Veranstaltung rangegangen ist, aber das ist auch wieder was für später. Ich habe das hier sehr genossen, muss ich tatsächlich sagen, und fand es ein bisschen schade, dass es keinen Sieger gegeben hat, wobei man sich hier wahrscheinlich gedacht hat, Politikum, so, wir wollen jetzt nicht, dass das eine Dojo irgendwie über dem anderen Dojo steht. Was ich ein bisschen schade hinterher fand, war tatsächlich, weil es ist ja ein Time-Limit-Draw gewesen. Und Yano muss den Gang der Schande angehen an der Seite, während Fujita über die Hauptbühne zurückgehen darf. Mhm. Wo ich mir dann auch, warum? Also verloren hat er ja nicht, Yano. Warum muss er jetzt den Gang der Schande angehen? Das
hat mir sich nicht so ganz erschlossen. Ja, das war es wieder so ein kleines Nitpicking-Teil. Aber genauso wie zum Beispiel mich auch tatsächlich etwas gestört hat, dass immer die Noah-Guys als Erste rauskamen. Das ist mir gar nicht so aufgefallen, tatsächlich. Das ja, habe ich gar nicht, du hast recht, was, ja. Was ja traditionell ja so ist, dass als Zweiter ja entweder das Babyface oder eben der Champion rauskommt. Und es sind immer die Noah-Guys als Erste raus, die hier immer irgendwo in die Gastrolle im Endeffekt gedrückt worden sind. Ich meine, klar, es ist Wrestle Kingdom und nicht, was haben wir bei Noah für Shows? Navigation? Navigation, ja, es gibt Navigation. Also ich hätte jetzt mal, New Year ist halt, ja gut, New Year ist immer so eine große richtungsweisende Geschichte, weil die haben ja auch in den letzten Jahren so ein bisschen alles so geändert. So richtig kannst du gar nicht mehr so richtig. Premium Preload ist eine große Show. Zuletzt waren in Yokohama waren sie ja auch mit No Man Crush. Also das ist so richtig, den ganz großen kannst du da gar nicht mehr benennen. Es gibt nicht mehr so diese klassischen Noah Paper, also Großveranstaltungen wie von früher so richtig. Mhm. Gut, ja. Das ist mir eben aufgefallen. Von der Matchqualität her würde ich sagen, das hier mindestens das drittbeste Match des Abends. Ja, tatsächlich. Bin ich absolut dabei. Das hat mir richtig, richtig viel Spaß gemacht. Ja, definitiv. Und da sind zwei, auf die man für die Zukunft definitiv noch ein größeres Auge werfen sollte. Ja, auf alle Fälle. Ja, und ich sag mal so, die beiden, es gibt ja einige, die da in den Dojos rumlaufen, aber dass die beiden ausgewählt wurden, ist wahrscheinlich auch nicht ohne Grund. Ja, hat eine tolle Chemie miteinander. Mhm. Und eben auch das Feuer haben sie beide gebracht. Genau. Ja, auch diese Aggression von Fujita, dass er unbedingt eben Yano austappen will. Ja. Und der eben dann den Fighting Spirit hat und sich da aus dem Boss Crab mehrfach rauskämpft. Ja, hat mir gefallen. Und was man sagen muss, also was ja auch Teil der Match-Story, für 10 Minuten haben sie das echt super gemacht. Fujita kommt aus der Offensive heraus und Yano versucht eher den defensiven Konterpart einzunehmen, dass er alles immer eine Antwort versucht zu finden auf dem, was Fujita ihm entgegenwirft. Und das für 10 Minuten, Chapeau. Ja. Ja. Da hätte ich vom nächsten Match, hätte ich mir gerne 5 Minuten weggesnackt. Ja, oder vielleicht auch 10. Ja. Denn 12 Minuten 18 ist die Zeit, die Tenkoichi und Yuji Nagata bekommen gegen den Funky Express, Akitoshi Saito, King Tani und Mohamed Yone. Und ich denke mir so, verdammte Axt. Ich habe Mohamed Yones seit gefühlt 100 Jahren auf dem Radar. Mm. Und er ist immer noch im Ring und er ist immer noch nicht gut. Nee, es ist leider wahr. Und er wird halt nicht jünger und er wird nicht besser. Es ist halt so geil, weißt du, du hast hier im ersten Pre-Show-Match eben die beiden Young Lions, oder bei Noah ist ja kein Young Lions, sondern die Young Boys gegeneinander. Ja. Und dann haust du in Match 2 die Rentner-Gang raus. Ja. Oh, es war wirklich schwere Kost, muss man sagen. Also, es ist alles, also selbst ein Kojima sieht hier nicht mehr gut aus. Und der ist wahrscheinlich noch der Beste von allen. In dem, ja, Nagata baut auch langsam ab, ne? Also, der hat leider fast nichts gemacht. Ja. Also, Nagata hat so ein bisschen was mit Akitoshi Saito im Ring gemacht, aber ansonsten war es aus meiner Sicht hauptsächlich Kojima, der für New Japan im Ring stand. Und der dann natürlich seine Jobs. Ja, jeder zeigt hier mal sein Best-of so ein bisschen. Gezeigt, ne? Also, hat, ja. Und ich meine, ja, ich habe eigentlich erwartet, dass Nagata das Ding gewinnt für sein Team, weil das New Japan-Herren-Team ja dann reinkam mit der kombinierten Tenkozy-Musik. Und ich habe mir gedacht, dann hören wir zumindest noch die Nagata-Musik zum Abschied. Aber es war dann die Lariat von Kojima, die das Match beendet hat gegen King Tani und ja. Besiegt auch gleich noch den Anführer der Gruppierung. Also, ne? Also, ja, klar. Ja, weil weißt du denn, warum er King Tani ist? Nein, aber deswegen habe ich dich ja hier. Genau. Also, King Tani, also ne, Maybach Taniguchi oder wie er, also hieß früher ja Maybach Taniguchi, Shuhei Taniguchi hat ein Team dann gebildet, später mit Mohamed Yone, waren dann der Funky Express und Akitoshi Saito, den grummeligen alten Mann, den kennt man in Noah zuletzt aus einem Team zusammen mit Masao Inoue.
was so ein Comedy-Wrestler ist, der mal für so 10-Sekunden-Matches gut ist und so. Da hat er gegen Fujita gekämpft, hat Fujita ihm eine Ohrfeige gegeben und er hat dann abgetappt. Ja. Mhm. Auf dem Niveau bewegen wir uns hier. Und die beiden hatten ein Match verloren gegen den Funky Express und mussten dem Funky Express beitreten. Ja. Und dann gab es ein Four-Way-Match, wer der Anführer wird. Und ja, Shuhei Taniguchi hat gewonnen und darf sich fortan His Royal Highness King Tani nennen. Ja. Makes perfect sense. Ja. Es ist eine Storyline. Also, ja. Es ist keine gute, aber es ist eine. Ja. Also, was mich noch am meisten überrascht hat, ist, als ich nach dem Match geguckt habe, wie alt eigentlich Akitoshi Saito ist. Weil ja, er schaut aus wie 80. Er schaut aus wie 75 mindestens, genau. Und da steht er 56 Jahre. Ich so, okay. Rein so vom Look her war der Funky Express das letzte Mal Funky im Jahr wahrscheinlich 1870. Ja, ungefähr. Also, ja, das ist, also es ist mir auch jedes Mal ein Dorn im Auge tatsächlich. Ich mag den Funky Express nicht, ich mag es nicht sehen. Ja, das ist quasi so bei Noah, das, also vom Standing her, bei der Beliebtheit ist das Richtung House of Torture unterwegs, weil es halt auch wirklich Folter ist. Die Musik ist kacke, alle drei sind eher so unterdurchschnittlich im Ring unterwegs, wobei Saito, wenn er will und einen vernünftigen Gegner hat, dann geht da tatsächlich noch was. Aber Taniguchi und Ione ist schon schwere Kost. Mhm. Ja. Dann macht's das Gimmick dann halt auch nicht besser. Tja. Ja. Dave Meltzer hat sich zu 1,5 Sternen herabgelassen. Ja. Ja. Das ist halber zu viel. Ja. Aber Dave hat ja auch bisher noch nicht den Mut zusammenbringen können und House of Torture Matches negativ zu bewerten. Mhm. Wobei es manchmal echt besser wäre. Ja. Ja, also wie gesagt, es ist die Pre-Show, wenn man guckt euch das Nachwuchsmatch an und skippt das dann am besten. Genau. Tenzan übrigens an allen drei Wrestle Kingdom Tagen in der Pre-Show. Ja, das ist nicht verkehrt. Und Kojima auch. Ja. Jetzt überlege ich gerade Nagata, wo war der am zweiten Tag? Der überhaupt da? Gar nicht dabei, wahrscheinlich. War nicht dabei. Ja. Gut. Also es geht so langsam Richtung Karriereende hingegen tatsächlich irgendwie so, ne? Also bei allen. Ja, ich meine, der nächste Batch an New Japan Dads ist ja dann auch schon bereit, ja, angeführt von Hiroshi Nick Gage Hashi. Taguchi wird jetzt dann auch sich so langsam Richtung Rente bewegen. Ja. Ja, das ist dann eben die nächste Runde. Genau, die dann die Pre-Show bestreiten wird irgendwann. Ja, genau. Ja, das muss man dann nur noch Hiroshi Tanahashi irgendwann verkaufen. Man gibt ihm einfach Sachen, mit denen er Leute verkrüppeln kann. Ah. Ja. Vielleicht nochmal gegen Jeff Jarrett. So oder ein US-Title. Ja, oder das. Eins von beiden, man weiß es nicht. So, Opener in die eigentliche Show ist dann ein 10-Man-Tag-Team-Match zwischen Chaos in der Besetzung Hiroki Goto, Tomohiro Ishii und Yoshihashi zusammen mit Master Wato und Ryusuke Taguchi gegen Daiki Inaba, Daisuke Harada, Hashime Ohara, Kinya Okada und Yoshiki Inamura. Und da war mein allererstes, okay, ich kriege Inamura und ich kriege fucking Tomohiro Ishii in einem Ring. Ja. Das war das einzige Wichtige für mich in diesem Match. Dass ich diese beiden Monster gegeneinander kollidieren sehe. Das war für alle, glaube ich, das Wichtige im Match, weil die beiden kommen in den Ring. Es ist ein bisschen Geplänkel vorher. Mhm. Die beiden kommen dann zusammen in den Ring. Es geht so ein kurzes durchs Publikum. Ja. Ja. Und alle 8 Teammates außenrum gehen vom Apron runter und schauen sich das einfach von unten an, wie die beiden Fleischklöpse sich verprügeln. Ja. Das war schön. Das war einfach so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, ja, genau das ist das Match, was wir jetzt sehen möchten. Genau. Und ich meine, Ishii ist ja in seiner Darstellung immer so ein kleines bisschen latent aggro. Ja. Ich glaube, das wäre der Erste, der sagen würde, ja, komm,
Weiter geht's mit dem. Du wirst, wenn du dir die Neujahrsshow von Noah anguckst, deine helle Freude mit Yoshiki Inamura haben. Weil da tritt er ja im Match an gegen Segura Gun mit Kenta. Mhm. Und Yoshiki Inamura geht die ganze Zeit nur auf Kenta. Also wirklich wie ein Pitbull hängt er ihm am Arsch und will ihn die ganze Zeit verprügeln. Und das ist ja, also, ne, das ist wirklich super. Und mit Yoshiki Inamura ist so meine Prediction für 2022, der wird mindestens noch Tag Team Champion dieses Jahr bei Noah. Weil das ist einfach, der Typ ist eine Gewalt. Ich mochte den schon, als er noch ein Young Lion, weil das halt so gut von der Zunge geht. Young Boy war, dann ja im allerbesten Stable der Welt mit vertreten war bei Kongo. Und jetzt hat er ja sozusagen den Status verloren als Young Boy und hat ja jetzt auch ein neues Outfit gekriegt und hat jetzt als Spitznamen die Abrissbirne. Das passt auch ganz gut eigentlich. Mhm. Und ich möchte ganz gern die beiden eigentlich mal in einem One-on-One sehen jetzt. Das hat man gut angeteased, definitiv. Auf jeden Fall. Ja, also eigentlich wie schon in dem anderen Match halt von der New Year's Geschichte, da war, alle anderen waren mit dabei, aber das Wichtige ist zwischen diesen, also mit Yoshiki Inamura passiert. Cool. Ja, und der andere Charakter, der aus dem New Japan Team hier sehr in Fokus gepackt worden ist, ist dann eben Yoshihashi, der an Wrestle Kingdom ja auch seinen absoluten Karrierehöhepunkt hatte und IWGP Tag Team Champion geworden ist. Mhm. An der Seite von Hiroki Goto. Und der es jetzt hier schafft, tatsächlich auch dieses Match zu gewinnen. Sehr interessant, mit dem Boston Crab, also mit dem Young Lion Finisher, einen Okada zur Aufgabe gebracht. 10 years in the making, sag ich dir. Ja, schon richtig. Also Kinya Okada hat auch gerade seinen Status als Young Boy verloren. Und darf hier gleich mit rein. Aber es war mir schon im Vorfeld klar, dass irgendjemand ihn pinnen wird wahrscheinlich. Weil, also ihn oder Master Wato, wenn Noah gewinnen würde. Ja. Aber so. Noahs Sieg war für mich hier praktisch ausgeschlossen, weil da Tag Team Champions im Raum standen. Gut, als ich das getippt habe, waren sie noch keine Tag Team Champions. Ja. Aber trotzdem ist der Name Chaos halt einfach zu groß. Mhm. Als dass sie hier gegen, ja ich sag mal, den zusammengewürfelten Noah-Haufen gewinnen. Die einzigen, die hier ein Team theoretisch sind Hajime Ohara und Daisuke Harada. Aber ansonsten ist das sehr, sehr mixig zusammengestellt. Ja. Und deswegen, gut, Ryosuke Taguchi und Master Wato. Ich hatte mir irgendwie notiert, irgendwie so, gab es jetzt von Chaos keinen weiteren Member? Irgendwie ist das dann aufgebraucht? Ist alles auf der Karte vertreten? Die mussten ja in anderen Matches dann noch Gastauftritte machen. Okay. Na gut. Also, ja, es ist ein absolut okayes Match. Wie gesagt, das Wichtigste ist halt einfach, dass Ishii und Inamura hier aufeinander prallen. Und ich denke, es wird irgendwo im Laufe des Jahres nochmal ein Treffen geben. Ja, vielleicht macht man ja auch, weil ja New Japan, All Japan halt noch eine Show haben, so eine Dreier-Show irgendwie, wo alle mal gegeneinander dann was haben. Wäre ja auch ganz interessant. So eine 20-Match-Card, wo dann alles gegeneinander antritt. Mhm. Auf 3 Tage oder auf 3 Tage aufgeteilt. Ist ja auch jetzt so ein Ding halt. Ne? Nee, aber das möchte ich nochmal sehen. Und mit 11 Minuten 42 ist das ja auch absolut okay. Weil du eben gerade gemeint hast, hier raus aus dem Young Lion-Status. Weißt du, wer auch kein Young Lion mehr ist? So heimlich, still, leise? Gabriel Kidd. Das habe ich mitgekriegt, tatsächlich, dass er seinen Status verloren, also diesen Status verloren hat. Neulich ein sehr nettes Match mit Eddie Kingston gehabt. Und wird so heimlich, still, leise. Eins der Must-Watch-Elemente bei Strong. Ich habe den ja vor x Jahren mal bei der GWF kennengelernt. Super netter Typ. Da hat er ja noch das Intro für uns eingesprochen. Mhm. Wirklich super nett, sehr, sehr zurückhaltender Typ auch. Hat sich 500 Mal bedankt.
Also, ja, da sehe ich Potenzial auf jeden Fall. Ja. Für, dass er dann auch in Japan was Größeres werden könnte. Mhm. Wenn man ihm ein vernünftiges Gimmick gibt dann auch irgendwie. Und nicht nur eine neue Messervariante ist. Ja, was gibt's da noch? Gibt's da noch ein Machete? Machete schreibt keine SMS. aber eine Machete kannst du im nächsten Match gut gebrauchen, um dir die Augen rauszukratzen. Oh ja. Na, wenn du das einzige Singles-Match auf der Maincard hast und es ist Atsushi Kotoge auf Noahs Seite und der Vertreter des House of Torture Show. Und es muss halt Show im House of Torture-Style wresteln, dann wird das leider eine der größten Enttäuschungen des Abends. Ja, Show hat nicht eine Wrestling-Aktion gezeigt. Ja, weil er jetzt mittlerweile sehr auf Grimassen und Geräusche und eben Cheating runter reduziert wird. Genau. Ja, also ich habe gemeint, ich schmeiß mich weg. Und das nicht im positiven Sinn, als er den Youngboy, glaube ich, von Noah, in die Ringabsperrung geprügelt hat. Da war eine Wrestling-Aktion, Entschuldigung, er hat einen Whip-In gezeigt. Genau, und sich dann in den Ring reinstellt und sich wirklich 5 Minuten lang kaputt lacht darüber. Mit der Hand vorm Mund so, guck mal, was ich gemacht habe. Die Hand vom Mund hat er wahrscheinlich auch genommen, weil er gemerkt hat, dass es selber nicht witzig ist, um zu verbergen, dass er nicht lacht. Ja. Es ist, Atsushi Kotoge versucht, also ich bin kein großer Kotoge-Fan, muss ich sagen, weil der, ich weiß nicht, ich finde den so maximal blass irgendwie. Aber er versucht ja noch hier irgendwie ein bisschen zu wresteln, aber Show hat einfach wrestelt halt einfach nicht so. Alles, was, da findet nichts statt. Und das ist wirklich sehr, sehr schade, dass wir hier kein vernünftiges Singles-Match bekommen. Ja, das ist, ja, am Ende wird es halt auch wieder, das Finish ist ja auch nicht clean. Da wird er mit dem Schraubenschlüssel niedergeschlagen. Ja. Ja. Und irgendwie Ref-Bumps sind auch. Kannst du auch. Ich glaube, irgendwie 5 Ref-Bumps gab es an dem ganzen Abend. Weiß ich nicht. Und es sind immer die New Japan-Referees, die scheiße aussehen dabei. Mhm. Die Noah-Refs, das fand ich. Das kommt im nächsten Match. Das fand ich wirklich sensationell. Da kommen wir noch zu. Aber hier, es ist halt einfach nichts. Es ist genau das, was wir gerade erzählt haben. Es ist, ja, es ist Shenanigans von Show. Es ist dieser Whip-In. Es sind 2, 3 Aktionen von Kotoge. Und dann kommt schon der Schlag mit dem Schraubenschlüssel nach dem Ref-Bump und das war's. Genau. Ja. Und mehr ist es nicht. Und das dauert 8 Minuten. Ja. Bisschen enttäuschend, muss ich sagen. Weil Show, ihr habt ja auch immer angepriesen, Show ist eigentlich der aus dem Team, der eigentlich durch die Decke gehen müsste. Mhm. Ja. Wenn er das House of Torture dann vielleicht verlässt, dann ja. Ja, das haben wir ja beim letzten Mal ja auch schon ausgiebig thematisiert, die Problematik mit Show. Und wie sehr ihm dieser Turn jetzt geschadet hat. Ja. Also gar nicht mal, dass er eben hier geturnt ist, sondern dass er eben in dieses Dreckstable reingeturnt ist und dann eben so wresteln muss, wie er gerade wrestelt. Ja, Gerüchte besagen ja auch, dass die Wrestler, die da im House of Torture drin sind, ja gar nicht so glücklich sind mit ihrer Darstellung, aber es ist halt ein Push. Ja, kannst du halt dann auch nicht viel dagegen sagen. Ne? Kannst du schlecht sagen, du, nö, sorry, Gehaltserhöhung, nö. Du bist doch prominent vertreten, so, was willst du denn so? Eben. Ne? Ja. Also, auf der anderen Seite muss man halt sagen, da steht ein 8-facher GHC Junior Heavyweight Tag Team Champion und 3-facher Junior Heavyweight Champion. Das ist dann halt auch wirklich. Da steht der Rekord Tag Team Champion. Ja, den kann man doch mal aus. Ja. Verjobben. Ja, fand ich wirklich maximal schade. Eigentlich. Ja, aber das betrifft das trifft eigentlich fast auf alles hier zu. Es ist ein bisschen schade. Und das ist jetzt im Endeffekt auch der Auftakt zu einer Serie von Matches, wo du denkst, okay, ja, es ist natürlich New Japan versus Noah, aber die Vertreter für New Japan, das sind dann Teams, die jetzt nicht unbedingt in der jüngeren Vergangenheit dafür bekannt waren, die größten New Japan-Vertreter zu sein.
Also hier House of Torture mehrfach, Bullet Club mehrfach, Suzuki-Gun, gut, die sind jetzt so heimlich und leise face-geturnt. Aber das sind bis zu den beiden letzten Matches die Leute, die wir hier für New Japan ins Produkt schicken. Aber viel ist ja auch, also wenn du dann suchen musst, dann ist da ja auch niemand sonst. Eben. Ne? Also du hast ja quasi nur den Bullet Club in seiner Aufgeblähtheit und ja, die Spitze, die natürlich mit denen nichts zu tun haben will, mehr oder weniger halt, ne? Was dann später in den wichtigen Matches steht. Und ansonsten hast du da niemanden. Die alten Männer halt noch. Und ja. Chaos. Aber dann ist es aber auch so, dass du dann eben Kombinationen bekommst, die einfach nicht organisch sind. Ja. Ja, wie jetzt zum Beispiel im nächsten Match dann Gedo und Taichi Ishimori. Gegen und da, Hayata und Seki Yoshioka. Ja. Und es wurde ja auch überhaupt gar nicht aufgespielt, dass Taichi Ishimori ja eigentlich auch eine Vergangenheit in Noah hat. Der kommt da ja ursprünglich mal her. Ja. Und eigentlich hat er einen Tag-Team-Partner. Ja. LP. So, wo war der denn? Ist der schon wieder in den USA, oder? Ja, vielleicht lässt er sich gerade eine Stahlplatte in den Fuß einsetzen, wie wir es vorgeschlagen hatten. Nachdem das mit dem Metallstück im Schuh ja jetzt aufgeflogen ist. Ja. Auf der anderen Seite hast du halt den aktuellen Junior Heavyweight und Tag Team Champion Hayata. Also zu dem Zeitpunkt noch. Den Singles-Titel ist er mittlerweile schon los. Also 2 Tage später an Daisuke Harada verloren. Habe ich mitbekommen, ja. Ja. Und Seki Yoshioka. Und beide sind ja in diesem Stinger-Team, zu dem dann halt noch gehört noch dazu Yoshinari Ogawa. Und der Name, ne? Der andere, der geht ihm auch mal so von der Lippe. Yuya Suzumu. Yuya Suzumu. Und eigentlich bilden Suzumu und Seki Yoshioka ein Team und Hayata ist halt mit Ogawa Tag Team Champion. Und dann kriegst du auch jetzt die, ja, die halt auch mal teamen, aber jetzt nicht das feste Team sind irgendwie. Und das ist halt auch irgendwie ein bisschen, ja, schade, weil, also ich finde immer, ein Seki Yoshioka in einem Tag Team Match zu verstecken, ist halt auch irgendwie immer eine Schande. Also der gehört eigentlich auch in irgendein Singles Match. Das hätte mir besser gefallen. Weil der ist halt wirklich verdammt gut. Der ist auch verdammt schnell, habe ich mir gedacht. Ja. Genau. Ja, ich meine, auf der anderen Seite hast du dann eben nicht Bullet Clubs Cutest Tag Team, wie sie offiziell heißen, sondern eben Gedo dann mit dabei, ja, den Headbooker von New Japan, der halt im Endeffekt der lebende Spoiler ist, ja, noch mehr als Dick Togo, der hat den Spitznamen Spoiler, mit Gedo Matches wird er einen Pinfall fressen. Ja. Hatte ich auch ja in den Kommentaren unter eure Preview habe ich das ja auch drunter geschrieben, dass das hier ganz, ganz, ich erwarte einfach, dass Gedo hier sich hinlegt für den Champion. Ja. Ja, so ist es dann ja auch gekommen. Aber was ich schön fand, hier hatten wir ja Noah Ref im Einsatz und Gedo hat ja, ich weiß gar nicht mehr, was er gemacht hat, irgendwas Unfaires und der Ref sagt, nee, wollt ihn pinnen? Nee, mache ich nicht, das zähle ich nicht. Ja, und Gedo war dann sehr verbal darüber, so, come on, Ref, Motherfucker. Also es war schon Entertainment ein bisschen, ne? Also das kann man jetzt auch nicht ganz, ganz weglassen. Aber die Chemie war irgendwie bei vielen einfach nicht da, gefühlt irgendwie so. Es war halt, Gedo macht Gedo-Sachen, Taichi Ishimori weiß man, der könnte, also wenn Ishimori mit Seiki Yoshioka ein Einzel-Singles-Match bestritten hätte, hätten wir hier wahrscheinlich möglicherweise über das Match of the Night geredet. Ja. Aber der ist halt auch eben in diesem Bullet Club-Scheiß gefangen. Ja. Und ja, Stinger hat leichte Auflösungserscheinungen, weil bei der Neujahrsshow, ich weiß gar nicht, ob ich dir mal so viel spoilern will, du hast mir erzählt, du willst sie noch gucken. Mach ruhig. Gab es ja das Singles-Match Hayata gegen Yoshinari Ogawa. Und das hat Ogawa, die beiden sind ja halt Tag Team Champions und Hayata wollte Ogawa danach die Hand reichen und Ogawa hat ihm den Titel vor die Füße geschmissen. Und ja, jetzt ist Hayata sein Singles-Titel los und eigentlich erwarte ich jetzt auch, dass der Tag-Titel demnächst mal dann irgendwann droppt und dann sich Stinger komplett auflöst oder Hayata einfach rausgeschmissen wird.
aus dem Stable. Weil das ist halt so eine Noah-Krankheit in den letzten Jahren, die Stables, gerade im Juniors-Bereich, die rotieren sehr stark. Da ist manchmal, dann fliegt der eine raus, dann kommt der nächste zu und dann fliegt der dann. Also ich glaube, gerade so ein Hajime Ohara hat irgendwie gefühlt in 3 Jahren irgendwie 5 Stables durch. Ich habe jetzt hier gerade nebenbei Cage Match offen und allein die Reihe an Notizen, wer hier rausgeflogen ist, dazu kam und so weiter hin und her, das ist schon. Ja. 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 Da ist Fluktuation drin. Es wird nicht langweilig. Genau, aber also man kann ja, da ist ja theoretisch auch Chris Ridgway sogar noch ein Teil von. Wenn der denn einreisen dürfte. Und ja, dann müssen wir mal gucken, was da jetzt mit Stinger passiert ist. Ist zumindest interessante Geschichte. Vielleicht zerbricht das ganze Team auch daran. Mal gucken. Ja. Aber hier wird ja auch noch an so ein bisschen, glaube ich, dann möglicherweise vielleicht nochmal, also ich habe oder wurde hier gar nicht angeteased, Hayata gegen Ishimori. Hier wurde noch nicht geteased, ne? Für irgendein Match. Gar nicht, ne? Nee. Würde ich nicht sagen. Genau. Auch relativ kurz. Ja, 5-6 Minuten. Ja. Ist okay. Ja. Tatsächlich. Aber wie gesagt, ein Singles-Match Ishimori gegen Yoshioka wäre eine Augenweide gewesen, wahrscheinlich. Aber Noah holt seinen ersten Sieg an dem Abend. Richtig. Gegen einen semi-retireden ehemaligen Tag-Team-Wrestler. Ja. Ja, kann man mal machen. Ja. Kann man mal so stehen lassen. Ja, im nächsten Match haben wir dann die Vertreter von. Die Doublette dieses Matches. Ja, genau, haben wir die Vertreter von Suzuki-Gun gegen Nosawa Rongai, der ja der Booker von Noah ist. Ja. Und sich dann später hinlegt. Und ich wurde einfach abgetauscht dann so, ja, ne? So. Und an dessen Seite Yohei, und ich dachte mir, meine Güte, ist Asuka alt geworden. ja, Yohei ist speziell. Ja. Aber in seiner Spezialheit, nennen wir es jetzt mal, ist er sehr gut, tatsächlich. Und auch hier merkt man so, und das ist leider etwas, was bei Noah tatsächlich auch so wird, Yohei wird halt ständig in irgendwelchen Multiman-Gedöns versteckt. Und das geht mir ein bisschen auf den Sack, weil der ist eigentlich echt gut. Aber da wird irgendwie Noah, kommt da aus ihrem Stable-Ding nicht raus. Und ja, Nosawa Rongai ist halt, ja. Kacke. Ja, also, den habe ich auch schon eine ganze Weile auf und da und der war damals schon kacke, als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe. Ja. Und mit dem Alter wird es nicht besser. Eben, und das ist. Auf der anderen Seite steht natürlich ein Original Perro del Mal, ne? Mit Doki. Ja. Und die kennen sich auch aus Mexiko. Also da ist schon zumindest mal ein bisschen Geschichte mit dahinter. Weißt du, aber auch hier muss man im Endeffekt die gleiche Kritik bringen wie gerade eben, ja. Der Tag-Team-Partner von El Desperado ist normalerweise Yoshinobu Kanemaru. Ja. Und auch da hättest du ein eingespieltes Team, was du dann bringen könntest. Genau. Aber das Problem ist, auf der anderen Seite hast du Nosawa Rongai und dessen Tag-Team-Partner, fester Partner, ist nicht Yohei, sondern Eita. Und Eita ist halt eine Leihgabe von Dragon Gate. Tja. Und den wirst du hier auf der Show nicht unterkriegen. Nee, den kriegen wir da nicht unter. Nee. Wobei was schade ist. Ja, aber ich muss tatsächlich sagen, dass ich mich jetzt da nicht an Doki an dem Match oder in dem Match gestört habe, weil so heimlich still und leise sich ein Doki richtig gut gemacht hat. Ja, da müssen wir auch so ein bisschen über die Show hinausblicken. Ja. Eventueller Spoiler-Alarm. Es gibt ja auch noch Taka Taichi Mania, die Show. Okay. Eben eine Wrestling-Show, die von Taka Michinoku und Taichi aufgestellt wird. Mit dem Main-Event Taichi gegen Doki, den natürlich der Heavyweight gewinnt, klar. Brauchen wir nicht drüber reden. Aber Taichi hinterher eine wirklich herzreißende Promo hält, wie stolz er drauf ist, dass Doki so weit gekommen ist, der Kerl, der es eigentlich im Wrestling nie hätte schaffen dürfen, der mehr oder weniger durch einen Zufall bei New Japan gelandet ist, ja, wegen irgendwelchen Verletzungsausfällen damals, spontan mit dazugeholt worden, ja, keiner wollte ihn sehen, das ist dieser hässliche Typ, der ein Stahlrohr mitbringt,
Und mittlerweile hat er sich echt gemacht. Ja. Ich weiß nicht, ob er jemals irgendwie Championship-Material ist. Er hat keinen Look, also er hat nicht diesen typischen Noah-Look, weil sein Attire sieht halt auch echt ein bisschen billig aus, eigentlich, ne? Ja, es sieht halt aus wie so ein Mortal Kombat-Wannabe-Guy, ne? Ja. Aber er wird langsam so so ein Kult-Wrestler bei den New Japan-Fans. Das freut mich dann auch. Also hat er praktisch seine Rolle gefunden. Ja. Hier versucht er sich aber umzubringen. Halt. Ja, es ist halt sehr, immer noch sehr, sehr hit-missig bei ihm teilweise. Mhm. Ne? Also an anderer Stelle hat man einer gemeint, ja, also 60% seiner Moves gehen ins Ziel. Aber genau das macht es ja spannend, zu sehen, ob er trifft oder nicht. Also hier zeigt er ja einen Assign Moonsault nach draußen und springt viel, viel zu kurz. Ja, er dreht sich ja quasi auf der Stelle in der Luft. Mhm. Und wenn Yohei da nicht gedankenschnell gewesen wäre und zwei Schritte nach vorne gemacht hätte, ich glaube, dann wäre Matsch gewesen. Dann wäre er komplett auf den Kopf gelandet. Vermutlich. Ja. Naja, und auf irgendwas, und irgendwie muss er ziemlich unsanft getroffen worden sein. Weil 60% des Matches überfasst er sich die ganze Zeit an sein bestes Teil. Vor Schmerzen, scheinbar. Auch nach dem Match auch noch. Ja, das kann durchaus mal Schmerzen passieren. Haben. Ja. Nach dem Match kriegen wir, also hier, ne, Rongai frisst den Pin, auch das war vollkommen zu erwarten. Ja, Pinche Loco vom IWGP Junior Champion zum Sieg. Ja. Ja. Das Einzige, was ich lustig fand, dass Nosawa Rongai am Anfang einfach sich den Titel schnappt und erstmal wegwirft. So einfach komplett durch die Luft. Das Ding knallt draußen auf die Absperrung. So, mir egal, billiges Drecksteil. aber nach dem Match gibt es dann halt so die kleine Konfrontation zwischen El Desperado und Yohei. Mhm. Die sich mal so freundlich angucken und Yohei seinen Titel mal begutachtet. Ja, ich hab's ja vorhin gesagt, also die Aktiven selber, die geben sich ja sehr Mühe. Ja, absolut. Also, ja, also ich bin bei Noah tatsächlich auch kein großer Fan von diesem Perros del Mal de Japón Stable, weil es einfach gute Leute, mal abgesehen von Rongai, auf Shenanigans runterzieht. Genau das House of Torture Problem irgendwie so ist, ne? Mhm. Und das mag ich nicht. Und ich hoffe, dass das zeitnah irgendwann sich auch erledigt hat dann. Aber ich glaube, das kommt marketingtechnisch wahrscheinlich ganz gut an dieses Los Perros del Mal. Ja. Dadurch sehen sie leider immer so ein bisschen aus wie so abgefuckte Backyarder. Aber auch das ist ja gewollt. Ja. Naja. Ja. Ist ein bisschen LIJ für Arme, ne? Richtig. Ja. Halt die andere Japan-Filiale von dem Mexiko-Stable. Das gar nicht mehr existiert. LIJ auf Wish bestellt. Ja, das ist so. Ja, das also, ich weiß gar nicht, aber es gibt ja beide originalen Mexiko-Stables ja gar nicht mehr, ne? Also weder die LIJ, also, ne? Die Ingobernables, ja. Die Ingobernables gibt es nicht mehr. Und jetzt nach Ende von Ring of Honor, also erstmal Ende von Ring of Honor, gibt es die ja auch da nicht mehr. Und jetzt die Perros sind ja mit Dings auch gestorben, quasi eigentlich, im wahrsten Sinne des Wortes. Mit, wie hieß er? Perro Aguayo. Genau. Mhm. Naja. Naja. So, kommen wir zum Main Event der ersten Hälfte. Mhm. Minoru Suzuki, Taichi und Taka Michinoku. Endlich mal eine Kombination, die auch einigermaßen Sinn macht. Auch schön, Taichi und Taka mal wieder im Team zu sehen. Ja, waren ja ehemalige Junior Tag Team Champions, was man sich kaum noch vorstellen kann, weil Taichi mittlerweile doppelt so breit ist wie Taka. Mhm. Gegen Takashi Sugiura, Katsushi Sakuraba und eigentlich Kenta, der ja am 1. Januar eben Sugiura-Gun gejoint ist. Für zwei Abende aber auch nur. Also der hat er sich den Vertrag nur für zwei Nächte unterschrieben. Also gibt es offiziell möglicherweise noch ein weiteres Match für Kenta. Ja. Verträge müssen erfüllt werden. Absolut. Da kann er jetzt daheim hocken und für sein Comeback trainieren. Genau. Ja, also Kenta ist ja raus wegen der Verletzung an Tag 2. Haben wir ja im letzten Podcast schon ausführlich drüber gesprochen. Wir haben hier X,
an der Seite von Noah. Und ich meine, dann geben wir hier doch den ganzen Noah-Roster durch. Wer könnte denn logischerweise zu Sugiura-Gun passen? Leute von Sugiura-Gun. Ja. Ja, ich habe eigentlich mit Fujita gerechnet oder so. Ja. Ja, du kannst aber auch einfach Toru Yano reinpacken. Ja. Da haben wir einen Chaos Guy. Ja. Ich mein, und das ja. macht, also du hast diese lange Tradition, diese Geschichte zwischen Sugiura und eben Suzuki mit der Invasion von Suzuki-Gun bei Noah, wo quasi ja Minoru Suzuki Noah vor dem Nichts gerettet hat eigentlich. Und dann kommt Toru Yano dazu und macht Toru Yano Sachen. Und ich mein, ja, es makes sense wegen dieser ganzen King of Pro Wrestling Geschichte. Aber, ha. Ja. Ja, und ich meine, er ist ja zumindest ein ehemaliger GHC Tag Team Champion. Das ist richtig. Ja, mit Marufuchi damals gewesen. Aber es ist halt hier dann doch irgendwo sehr Mittel zum Zweck. Zum Zweck, genau. Ich hatte tatsächlich ja im Vorfeld gesagt, dass ich auf das Match am meisten Bock habe. Weil Suzuki mit einem Sakuraba, einem Sugiura und einem Kenta wunderbare Matches wrestlen kann. Aha. Ja, weil da einfach diese Grundchemie gegeben ist. Ja, und ich habe mich einfach gefreut auf Grappling mit Sakuraba, auf Fleischklopfen mit Sugiura und auf Stiffness mit und einfach wer ist der größere Dick? Ja. Mit Kenta. Und zum Glück muss man sagen, dass diese Yano-Komponente relativ klein gehalten worden ist. Ja. Das ist positiv hervorzuheben. Aber auch hier, es ist quasi wieder ein verstecktes, ein Singles-Match versteckt in einem Multi-Man-Match. Ja, ich meine, ja. Was ich jetzt halt tatsächlich sehr wenig bekommen habe, ist Sakuraba gegen Suzuki. Quasi gar nicht. Sakuraba hat man allgemein gar nicht bekommen. Er hat, glaube ich, 3 Knee-Strikes gezeigt, die auch nicht so schön aussahen tatsächlich. Die so, wo man sehr deutlich gesehen hat, dass er neben den Kopf springt. Leider. Ja. Und ansonsten hat Sakuraba gar nichts gezeigt. Außer draußen sich zu brawlen irgendwie mit Taka Michinoku. Ja. Oder so, Taichi. Mit Taichi irgendwie so Leglock-Dings. Ja. Aber das war's. Also, ja. Fand ich ein bisschen schade, ihn da so zurückzuchecken, aber es ging halt vor allem um die Geschichte Sugiura gegen Suzuki. Ja. Das war der Fokus. Und auch da ist das letzte Wörtchen noch nicht gesprochen, glaube ich. Und ich glaube, das ist natürlich, das Match, was du am ehesten von allen Angeteasten bekommst, weil einfach ja. Suzuki ja überall auftritt. Genau. Und du hast ja noch die Komponente, dass Sugiura ja noch Zero-One World Champion ist, also den alten AWA-Titel mit sich rumträgt. Und ich glaube, das könnte ein Match sein um diesen Titel. Ja, ich meine, ja. Suzuki hat auch schon ganz, ganz klar kommuniziert. Jetzt, wo er diese Trophäe hat, diese dämliche, er verteidigt die, egal wo, egal gegen wen, egal in welchem Match, Waffen, Multiman, ist mir alles scheißegal. Das ist seins und er verteidigt es, egal wo. Aber jetzt hat diese Trophäen King ja auch tatsächlich eine reale Bewandtnis dann auch, ne? Ja, also meinst du, der tritt dann gegen Taniguchi an? Geil. Da freue ich mich ja jetzt schon drauf. Da freue ich mich jetzt schon sehr drauf. In einem Dance-Off. Oh. Ja, wobei, du weißt ja, dieses Comedy-Talent hat er ja auch, der gute Herr Suzuki. Vielleicht verteidigt er ihn auch bei DDT. Naja, im Wasserparadies. Ja, ja. Hat er neulich erst Gastauftritt gehabt bei DDT. Habe ich jetzt noch gar nicht mitgekriegt. Oh ja, dann, warum nicht? Ne? Also ich denke, das könnte da ganz gut gegen diesen, weißt du, wenn Minoru Suzuki wird Doppel-Champion, der hat diese Trophäe und hat noch den Heavy-Metal-Champion da von DDT, dieses. Oh ja, dann kreiert er damit den Ultimate Bullshit-Teil. Ja. Oh. Ja, und Toru Yano fragt sich, warum bin ich da nicht drauf gekommen? Ja, hier, ja. Bei DDT zusammen mit Chris Brooks und Maki Ito. Ah. Gegen Eruption. Hm.
Chris Brooks will ich da auch nochmal irgendwo auf einer Noah-Card sehen, eigentlich ganz gern, wenn das mal möglich ist, bitte. Ja, wird da auch ganz gut hinpassen. Ja, aber ansonsten, dieses Match ist okay. Es ist da, es ist viel Fleischgeklopfe halt vor allem zwischen Segura und Minoru Suzuki und das werden wir dann bestimmt auch down the road noch bekommen. Ja. Weil es ist ein, der Kreis muss ja geschlossen werden. Die Redemption von Segura. Mhm. Und die beiden, die haben ja eben ja. Diese wunderbare Chemie da miteinander. Absolut. Ja, dann geht's in die Pause und wir kommen zurück mit einem Match. Ich meine, wenn du ein Match brauchst, um nach der Pause das Publikum wieder in die Show reinzuholen, ja, dann ist natürlich keine andere Paarung attraktiver als Goshi Ohsaki und Masaki Tamiya auf der einen Seite gegen das House of Torture mit Dick Togo und Evil. Ja. Ich fand's so schön, die Kommentatoren haben gesagt, New Japan nennt sich ja ganz gerne King of Sports. Wann nennen sie sich denn bitte um wie haben sie es genannt? King of Shenanigans. Das ist leider, ich sage jetzt einfach mal, 6 Jahre zu spät. Also der einzige Shoot, den du so aus der Richtung gehört hast, tatsächlich von den beiden. Ja. Weil du den Kommentatoren tatsächlich auch angemerkt hast, wie angenervt sie davon sind. Also ich denke wirklich, dass sie das nicht genossen haben, das zu kommentieren. Und da Dick Togo und Evil mit ihren Bullshit overzubringen in irgendeiner Art und Weise. Kleiner Funfact, am Anfang der Show muss es wohl auch irgendwie Probleme gegeben haben mit der Stromversorgung in der Halle. Oh. Und komplett Twitter direkt Schuldigen gefunden, das ist Dick Togo. Dick Togo macht den Strom kaputt. Dick Togo macht alles kaputt. Und ich habe ja vorhin gesagt, man muss sich einfach Nebenbeschäftigungen suchen bei House of Torture Matches. Mhm. Da ich hier einen Goshi Ohsaki bekomme und ich weiß, dass Goshi Ohsaki sehr gerne mal den ein oder anderen Chop loslässt. Also dir Chops gezählt? Habe ich Chops gezählt. Ja. Möchtest eine grobe Schätzung abgeben? Ja, ich würde so auf die, er hat ja doppelte Machine Gun Chops gezeigt in der Ecke. Da gilt auch jeder einzeln. Ja. Ich würde mal auf die 50 tippen. Es sind 43. Ah, aber ich gar nicht so schlecht. 19 für Evil und 24 für Dick Togo. Und jeder einzelne davon war verdient, du Sau. Und ich habe mir jedes Mal gedacht, ja, chop ihm den Nippel in Reihe 9. Ja, also. Ich will die Brustplatzen sehen. Also verdient ist es auf jeden Fall. Es ist halt echt verschwendet, hier Goshi Ohsaki und Masaki Tamiya auf der Card in diesem Match zu haben. Weil es ist echt schade. Ich meine, wir haben ja neulich erst in der Time Machine ja über Wrestle Kingdom 6 uns unterhalten, wo Goshi Ohsaki auch nur im Endeffekt in einem Tag Team Match ist. Ja, auf der anderen Seite hast du unter anderem Shinsuke Nakamura. Mhm. Aber irgendwie bekommt er nicht den Spot, den du dir erwünscht von einem Goshi Ohsaki. Wobei er ja im Moment, er ist ja jetzt wieder zurückgekehrt, er im Gegensatz zu anderen japanischen Ligen hat sich Goshi Ohsaki dann halt mal einfach ein Jahr Zeit genommen, um seine Schulter auszukurieren, die er sich in einem fantastischen Title Run kaputt gemacht hat. Mhm. Wo er wirklich Match des Jahres Kandidaten, also 2020, noch und nöcher gezeigt hat. Und zu Recht irgendwo bei uns ja auch zumindest ehrenhalber im Year in Review als Wrestler des Jahres mitgenannt wurde. Mhm. Und jetzt ist er wieder da. Er hat sein Titelmatch gegen natürlich, ich bin mit Namen manchmal, ne? Hier gegen Nakajima verloren. Und er hat jetzt auch gegen Kaito Kiyomiya verloren. Und das hat an demselben Tag stattgefunden, wo er Kaito Kiyomiya den Titel abgenommen hat. Also er hat jetzt seine beiden Singles-Matches verloren nach seiner Rückkehr. Ja. Und ich glaube, das wird vielleicht auch noch eine ganze Zeit so weitergehen. Und ja, es ist jetzt die Redemption dann von Shiozaki so quasi, dass er jetzt erstmal wieder auf die Jagd gehen muss. Oder sich erstmal
an der Nahrungskette ganz hinten anstellen muss, um dann möglicherweise wieder nach oben zu kommen. Oder Heel-Turned. Auch das halte ich nicht für ausgeschlossen. Vielleicht tauscht er das klassische Noah-Grün dann auch gegen einen roten Jogginganzug ein. Ja, weil ich ich sehe Konfliktpotenzial bei der roten Fraktion in diesem Jahr. Ja, und dann bekommt die Fraktion dann noch einen Bindestrich rein. Kong Go. Das ist smart. Ja, also zu Recht frisst hier natürlich am Ende Dick Togo den Fisherman Buster. Leider landet er nicht ganz genau auf dem Kopf. Während Masakita Mia den Saito Suplex gegen Evil zeigt und ihn quasi parallel zum Tappen bringt. Ja. Also der Doppel-Champion Evil wird hier doppelt bestraft. Ja. Aber wir müssen noch kurz nachreichen. Ja, im Match vorher ist ja Taka Michinoku gepinnt worden. Ja. Ja, also eher semi-retireder Wrestler. Jetzt hier Dick Togo, semi-retireder Wrestler. Ja. Du merkst, in welche Richtung es geht mit den Noah-Siegen. Ja. Ja. Es ist. Ja. Spoiler, es sollte auch im nächsten Match nicht viel anders sein. Das ist leider richtig. Ja, Naomichi Marufuchi und Yoshinari Ogawa besiegen Yoshinobu Kanemaru und Zack Sabre Jr., wo natürlich Kanemaru, der nach meinem Verständnis immer noch keinen festen New Japan-Vertrag unterschrieben hat, logischerweise dann den Pinfall frisst. Ja, man könnte ja auch hier Zack und Taichi präsentieren, aber da ist ja scheinbar die Tendenz die, dass das Team sich so heimlich still leise gesplittet hat. Ja, dass beide im Singles-Bereich dann... Dass beide in den Singles-Bereich gehen wollen, genau. Ja. Ja, einen Zack sehe ich halt auch langfristig irgendwie im Main-Event rumturnen, weil da ist ja sonst nicht mehr viel zu bieten an frischen Paarungen, die New Japan zu bieten hätte. Du, ich sag's dir ganz ehrlich, und das habe ich ja an anderer Stelle in Roundtables ja auch schon gesagt, ein Taichi ist für mich mittlerweile auch ein Main-Event-Player. Ja. Das ist vielleicht einer von denen, die am meisten drunter leiden, dass die Fans leise sein müssen, weil ich glaube, der wäre wahrscheinlich mittlerweile mit den lautesten Publikumreaktionen ausgestattet. Gab's das eigentlich schon mal, dass Taichi, er hat ja dieses Karaoke-Gimmick, ja? Hat er schon mal Kasinenare eigentlich gesungen? Nee. Das wäre doch nochmal was, oder? Aber ich glaube tatsächlich, wenn eben die Fans mitsingen dürften, dann würden die sein Lied mittlerweile mitsingen mit ihm. Okay. Ja. Ja, er hat auch Masse draufgepackt, seit ich ihn das letzte Mal gesehen habe. Aber das ist auch schon ein bisschen länger her. Ja, einiges. Ja. Aber er sieht auch nicht älter aus, tatsächlich. Also das letzte Mal habe ich aktiv Taichi-Matches in voller Länge tatsächlich bei Noah gesehen. Das ist schon ein bisschen her. Mhm. Ja, man spielt hier kurz auf, dass Ogawa und Zack eine gemeinsame Tag Team Vergangenheit haben. Mhm. Zweifache GHC Junior Heavyweight Tag Team Champions. Mhm. Und Kanemaru ist Rekord-Champion. Also der Singles im Singles-Bereich bei den Juniors, bei Noah. Ja. Und ich bin halt die Paarung Marufuji-Ogawa irgendwie akklimatisch. Ja, Ogawa ist eigentlich Heel und steckt in seinem eigenen Stable und Marufuji führt sein eigenes Face-Stable an. Mhm. Und irgendwie... Bei Ogawa habe ich immer das Problem, dass ich, sobald er anfängt zu wresteln, sehe ich ihn sehr gerne. Dann gucke ich mir seine Gear an. Auf die wäre ich jetzt auch noch gekommen. Es ist einfach... Ja. Oh, die 80er Jahre haben angerufen, sie wollen ihr Gear zurück. Ja, mit der Lederjacke, die natürlich auch noch aus den 80ern ist. Ja, natürlich. Oh. Ja, und Ogawa hängt das halt immer noch nach, dass er GHC Heavyweight Champion war, weil er der beste Buddy von Misawa ist. War. Mhm. Ich sehe die Kombination hier halt, also das Match mal davon abgesehen, ist gut. Also die haben eine gute Chemie, alle vier miteinander. Leider rufen sie halt alle nicht so ganz das ab, was sie können eigentlich. Gerade ein Zack. Der macht halt mit Marufuji und Ogawa so ein bisschen
sechs Sachen halt, ne? Er dreht sie ein bisschen rum. Chain Wrestling. Ja. Und ja, das war es eigentlich dann auch schon im Grunde genommen irgendwie so ein bisschen. Ich finde es ist unspektakulär spektakulär. Kann man das so sagen? Ja. Maro Fuji ist halt mittlerweile auf demselben Level wie ein Tanahashi, was so Körperlichkeit angeht. Mhm. Ja, das und es feiern ihn immer noch alle und ich weiß nicht warum. Ja, also seine Explosivität, die er früher hatte, die hat er schon lange nicht mehr. Ja, er läuft auch genauso wie Keiji Muto mittlerweile auf rohen Eiern. Also finde ich ganz schwierig. Aber das ist so ein generelles Noah-Problem, irgendwie, dass gerade alles im Heavyweight-Bereich gefühlt 50 Jahre plus ist. Na, ich habe es mir gedacht, wir haben ja vor ein paar Jährchen auch schon eine Time Machine gemacht zu Noah 2005. Mhm. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich gefühlt jeden Noah-Namen, den ich jetzt hier genannt habe, bei der Show damals auch schon besprochen habe. Mhm. Und die waren damals auch schon im Main Event unterwegs. Ja, wir reden jetzt hier über einen Unterschied von 17 Jahren. Ich meine, ja, auch bei New Japan ist es so, dass du seit vielen Jahren die gleichen Leute an der Spitze hast. Ja, ich meine, da reden wir jetzt über 10 Jahre Okada und Tanahashi im Main Event. Ja, und wir reden hier über einen Tenzan, über einen Nagata, über einen Kojima, die immer noch auf den Karten hüpfen, aber halt auf einer ganz anderen Position wie halt vor 17 Jahren. Das ist halt die andere Sache. Da habe ich auch schon gedacht, also das Durchschnittsalter vom Noah-Kader an der Spitze da, das ist hoch. Schon... ja. Ja. Also alles, was so in der Ems Alliance ist und bei Segura-Gun ist locker 40, mindestens 40 plus. Mhm. Ich meine, solange sie noch so abliefern wie eben Sugiura. Ja, aber es wird dann bei Maro Fuji wird es halt langsam wirklich, also nicht düster, sage ich mal, aber es wird, ja, er zerrt halt genauso wie viele anderen von seinem Namen. Ja. Ja. Nicht so krass wie Muto. Ja, weil bei Muto, da weißt du genau, du bekommst ein paar Dragon Screws, du bekommst Shining Wizard und wenn er wirklich 5 Schmerztabletten vorher gefressen hat, noch einen Moonsault. Ja. Ansonsten Finger vor Leglock. Genau, siehst du einfach den ehemaligen Great Muta da wrestlen und es muss reichen. Soweit sind wir bei Maro Fuji noch nicht. Der ist da noch körperlich ein bisschen agiler. Ja. Ich meine, der ist auch noch ein paar Jährchen jünger als Muto. Aber als Fun Fact, die beiden sind ja zusammen auch Tag Team Champions. Ja, genau. ja. Wäre auch schön gewesen, wenn Muto sein Gürtel auch dabei gehabt hätte im Main Event. Ja, den hat er wohl irgendwie unterwegs vergessen. Ja. Dafür hat er ein schönes T-Shirt gehabt, also. Ja. Naja. Aber das Match ist okay so am Ende. Und ich glaube, also hier Noah gewinnt. Ne? Kanemaru wird gepinnt. Mhm. Und ich glaube, Ogawa und Zack haben noch ein Singles-Match vor sich. Gerne, nehme ich, ja. Ja. Also, wie gesagt, Yoshinari Ogawa ist auch 51 Jahre alt. Aber ich würde guck mir dann halt lieber ein Ogawa-Match an als ein Maro Fuji-Match, muss ich dann halt sagen. Ja. Wie gesagt, das Einzige, was mich an ihm stört, ist halt seine Gier. Und das ist nicht von der Hand zu weisen. Das ist, glaube ich, mit die hässlichste Gier das im ganzen Wrestling. Diese Zebrahose. Mhm. Ja, weiß ich nicht. Also, finde ich schwierig. Das kommt wieder. Und dann ist er. Meinst du? Und dann ist er Hipster. Ja. Ich hab mal gehört, dass man sagt, es gibt genau ein Tier, das Zebramuster auf dieser Welt tragen darf. Zebra. Ja. Kein Mensch. Das ist halt. Also, wenn er noch Leopard tragen würde, ne, das wäre ja noch schwieriger. Ja. Also, wenn du jetzt hier Leoparden-Wrestling hier sagst, dann triggert es aus irgendeinem Grund immer Chris Walker. Chris Walker? Ja. Das war so eine ganz kurze Nummer Anfang der 90er. Sehr, sehr breiter, muskulöser Typ, ne? So ein Ultimate Warrior für Arme. Der hat gerade ein Bild zu finden. Der hat so ein ganz furchtbares. Denn das Gesicht, das kommt mir bekannt vor. Dings, Einteiler-Ding. Oh.
Boah. Ja. Das wäre meine erste Assoziation zu Leoparden, auch für dem Wrestling. Ist es nicht der, den Vince so hart pushen wollte, weil er den so geil fand, weil er so körperlich geil aussah? Das war bestimmt einer von denen, die Vince so hart pushen wollte, weil er ein Match gegen Bret Hart gewrestelt hat. Nee, das war ein anderer. Ein anderer. Aber der sieht ähnlich aus. Ja, oh Gott, jetzt ja. Schreien die Kommentare wieder. Ja. Müsst ihr doch wissen, muss man ja sofort parat haben. Genau. Ja, aber ja, das war auch einer aus der Riege. So super Körperbau, ja. Talent. Wie ein Feldweg. Ja, ist ein halb ausgebauter Feldweg, aber ein Feldweg, ja. Ja, Basti, nach 9 Matches, die wir bis dato hatten, steht es endlich 4-4-1. Ja, man hätte es nicht besser booken können. Wir haben noch 2 Matches auf der Karte. Es riecht nach Gesamtunentschieden. Und ja. Jetzt geht's endlich los mit Wrestle Kingdom. Jetzt kommen wir hier zu den interessanten Matches. Ja. Ja, das war dann nämlich das, was vielleicht die interessanteste Paarung im Vorfeld war für die Allgemeinheit. Du packst die 2 heißesten Stables gegeneinander. Los Ingobernables de Japón in Komplettbesetzung. Bushi, Hiromu, Sanada, Shingo und Naito gegen Kongo in der Besetzung Aleha, Katsuika Nakajima, Kenno, Manabu Soya und Tadasuke. Und geil. Ganz ehrlich, schon, als ich schon am 5. rauskamen, die ganzen Noah-Guys, und dann eben Kongo mit den ganzen roten Jogginganzügen, das schaut schon sehr geil aus. Und auch hier bei der Show, ja, die kommen da raus, alle zusammen, eine Einheit mit ihren Sekundanten noch dazu. Das wirkt irgendwo auch ganz anders als der LIJ-Entrance, wo ja jeder für sich rauskommt. Genau. Und dann erst so ein Gesamtbild ergeben. Weil ich meine, du hast halt auch diese epische Pose dann von wo Nakajima hinten in der Ecke sitzt im Ring. Das ist dieses Rot, das ist alles so geil. Ich feiere alles, was die sagen. Und wenn dann Kenno, also ich habe das mir auch am 5., ich mag ja Kenno, ist ja einer meiner absoluten Favorites aus Japan. Und wenn der eine Promo hält, ne? Ich verstehe kein Japanisch, ne? Aber ich weiß, dass wenn dieser Mann die Stimme erhebt, dann ist es wichtig. Ja, das ist super. Und ich habe mir da mal die Promo halt ja auch mit englischen Subtitles angeguckt vom zweiten Tag. Was? Am zweiten Tag waren sie da, ne? Mhm. Also schon, ne? Hat schon Power gehabt, während dann, also es waren ja 2 Anführer, wenn du so möchtest, dabei, ne? Halt Kiyomiya und Kenno. Und ja, Kiyomiya macht den Pult sein super Babyface, ne? Ja, froh, dass wir hier sind und es ist alles super, so eine Hallo New Japan, wir sind da. Und dann kommt, dann sagt sich so, dann schreit es innerlich in Kenno, dass er jetzt erstmal alle durchbeleidigen muss. Ja, super. Mhm. Der schaut auch die ganze Zeit so verkniffen. Das ist wunderbar, was der an Intensität ausstrahlt. Ja. Ja, und wie gesagt, ich habe jetzt so ein halbes Auge eben nur auf ein Noah-Produkt, aber ich habe die Formation of Kongo damals mitbekommen. Und als Protest gegen. Genau. Und was ich viel krasser fand, war dann der Turn von Nakajima gegen Go Shiozaki und dem Beitritt zu Kongo, wo ich mir gedacht habe, Alter, was ist das denn bitte für ein Stable? Das ist schon. Damals ja noch Masa Kitamiya mit dabei. Mhm. Ja. Dann Hao und Nio, die ja noch draußen stehen. Wobei Hao jetzt tatsächlich das Stable verlassen hat. Okay. Also Nio hat keinen Tag-Team-Partner mehr. Ja. Hat sich jetzt quasi mit Daisuke Harada zusammengeschlossen. Also auch da wieder Fluktuation in den Stables. Und aber es ist ein fantastisches Match hier. Also großartig. Ich mochte jede Minute. Ich find's schon in der Anfangssekunde brillant, weil das Match begonnen wird von Naito und Nakajima und das Publikum so, oh. Ja, sie dürfen nicht, aber sie machen es einfach trotzdem. Ja. Und das ist dann genau das, wo ich mir denke, ihr habt sie jetzt gerade wirklich emotional an den Eiern. Ihr habt noch nichts gemacht, aber ihr habt sie emotional komplett an den Eiern. Ja, das Grinsen von beiden, ja. Und gerade Nakajima, ja, den haben wir ja vor Jahren im G1 gesehen.
wo er eben noch so ein kleines bisschen Babyspeck hatte und eben der Typ ist mit den geilen Kicks. Und wie der sich gemacht hat in den letzten Jahren, ist vielleicht eine der genialsten Entwicklungen in Japan. Ja, körperlich topfit mittlerweile. Ja. Ja, dann hatte er dann diese Phase, wo er diese schönen langen Locken hatte, die er dann im Hair vs. Hair Match verloren hat. Genau, in der Käfigschlacht gegen Masaki Tamiya. Mhm. Und dann eben die Haare ganz, ganz kurz hatte und jetzt hat es so auf Streichholzlänge und das schaut einfach fantastisch aus. Der Kerl hat so einen genialen Look. Und dann eben, wie du es eben gerade schon sagst, wenn er dann beim Entrance rauskommt mit der Kapuze, mit der Maske dann vorm Gesicht noch und einfach in der Ecke hockt, ja, als könnte ihn kein Wässerchen trüben. Das interessiert ihn alles gar nicht. Er ist der stille Assassine im Hintergrund. Genau. Ihr kommt, um mich zu sehen. Und dieses Charisma, das wird, glaube ich, bei keiner Aktion deutlicher, als wenn er da den Gegner mit den Füßen in die Ecke drückt und einfach so parallel zum Ringseil in den Seilen eben hängt, die Kamera sucht. Showtime. Genau. Geil. Also, ich will den Nakamura-Vergleich nicht ziehen, ne? Eigentlich. Aber es ist schon so Usen Machismo. Mhm. Ja. Großartig. Ja. Und alle Beteiligten hier im Match haben richtig Bock miteinander. Das merkt man auch. Alle 10. Ja. Haben richtig. Dazu hast du ja mit Manabu Soya, den ich ja auch grandios finde. Das ist ein Bär von einem Typen, der leider so ein bisschen. Der geht tatsächlich in dem Stable so ein bisschen unter. Leider. Aber der hat ja auch mit dem Gegenüber noch eine Vergangenheit. Der war ja Tag Team Partner von Sanada bei All Japan. Mhm. Ja, und da merkst du, wenn die beiden auch sofort im Ring aufeinander losgehen, bam, da klatscht es sofort. Was die auf einmal, was da an Körpermasse durch die Gegend fliegt, ist sensationell. Ja, oder auch tatsächlich dann die Kombination, wenn die Junior-Kombinationen gegeneinander antreten, also Bushi und Hiromu auf der einen Seite und Aleja und Tadasuke auf der anderen Seite. Ja. Tadasuke auch total unterbewertet in der Junior-Division von Noah tatsächlich, leider. Also gerade die Aktion zwischen Hiromu und Aleja, die war ja. Ja. Da hat es auch direkt geklatscht, ja. Shingo als ehemaliger World Champion muss natürlich hier irgendwie kompensieren. Hat ein paar wunderschöne Kombinationen und wunderschöne Konfrontationen mit so ziemlich jedem aus einem anderen Team. Mhm. Ja, er war ja auch der Anführer quasi von New Japan. Genau. Als sie dann da waren am zweiten Tag. Er ist ja eher rausgekommen und hat sich dagegen gestellt. Und er ist ja letztendlich auch noch der hier den Sieg einfährt. Ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das hat mich etwas überrascht. Also ein Sieg von Kongo war für mich hier eigentlich in Stein gemeißelt. Ja, für mich auch. Ich dachte ganz klar hier, Bushi frisst den Pin. Nakajima wämst Bushi weg, ja. Ja. Ja, oder wahlweise Ken-O halt. Aber Nakajima wäre halt sinniger gewesen. Ja, so ist es jetzt hier Tadasuke, der leider den Pin frisst. Da hatte ich ja noch auf Aleja eigentlich getippt. Aber weil so ein One-on-One Takahashi gegen Tadasuke wäre auch, boah, es würde einem auch noch so viel. Ne? Aber es ist nicht vorbei. Also da am meisten ist es nicht vorbei, ne? Ja. Und da ist mir jetzt eben in dem Bereich, wo man denkt, wenn du eine Zusammenarbeit machen würdest, ja, in beiden Ligen einfach Matches stattfinden lässt, dann könntest du mit einer LIJ versus Kongo Fehde das ganze Jahr ziehen. Das ganze Jahr ziehen, genau. Ja. Ja, Naito könnte ein Contender sein um den GHC Heavyweight Title. Na, ich würde eher gegen den National Titel von Kenno tatsächlich sagen. Das sind die beiden Anführer der gegeneinander, das wäre schon, weil man hat das ja hier auch nach dem Match, ja, also Kongo verliert und Nakajima grinst sich halt einfach ein. So, ihm ist das so, das berührt ihn gar nicht so wirklich, sondern er steht da halt einfach auf dem Apron und hält Shingo seinen Titel entgegen. So, und ich wo ist einen. Deiner? Ich hab einen. Wo ist denn deiner eigentlich? So. Und das sah auch so hart danach aus, dass Shingo irgendwann vielleicht sich mal dieses Gold auch näher angucken möchte. Mhm. Und die Konfrontation, da habe ich Bock drauf.
Die wäre, glaube ich, das heißeste Ding, was du haben könntest. Ja. Wobei, ich weiß nicht, wollen wir gleich zum Main Event gehen? Können wir machen. Also, wie gesagt, das Einzige, was ich noch erwähnen würde, wäre halt tatsächlich die komplette Eskalation von Kenno nach dem Match. Der draußen steht und Naito steht vor ihm so ganz so, ja, wir haben gewonnen übrigens so, ne? Also, hast du mitgekriegt, glaube ich, gerade so. Und er ihn einfach ohrfeigt. 3-4 Mal ihm da voll mitten ins Gesicht langt. Das Dank war auch, und Kilo. Naito einfach da steht und keine Miene verzieht. Es ist so gut. Und dann Kenno noch in den Ring geht und auf das ganze Stable ja losgeht. Sich ja mit allen anlegt dann noch. Also das ist schon, da ist noch Feuer drin und da geht noch mehr. Das sollten beide Ligen uns auch nicht verwehren. Ich glaube, da könnte es eher an New Japan scheitern als an Noah. Aber da möchte ich mehr sehen. Das ist nicht zu Ende erzählt. Ja. Aber dann können wir gerne natürlich zum Main Event kommen. Gut, in dem nämlich der amtierende US-Champion Hiroshi Tanahashi und der IWGP World-Champion Katsuchika Okada antreten gegen Kaito Kiyomiya und Keiichi Muto. Ja, um den Gedanken von gerade eben zu Ende zu führen, Kaito und Okada, das wäre, glaube ich, noch heißer. Ja, das sind halt die beiden, ja, Baby, also die beiden Aces der Ligen. Und ich meine, also Kaito Kiyomiya steht jetzt da, wo Okada nach seiner Exkursion steht. So ein bisschen. Ja. Muss sich jetzt irgendwie seinen Platz in der Welt finden. War zwar auch natürlich auch schon Champion. Über ein Jahr. Aber war auch da so richtig clean cut Babyface, eine blondierte Haare, das Noah-Grün. Und das hat er jetzt so über die Zeit so ein bisschen verloren, ne? Dunkle Haare wieder, lange Hose. Und ja, er wollte hier absolut den Sieg. Das hat man ihm hier absolut zu 100% abgekauft, dass er hier einfach wollte. Aber da noch Okada noch steht halt. Und was ganz wichtig, glaube ich, dabei ist, also ich greife jetzt mal nach dem Match, liegt da ja Kiyomiya auf der Matte und weint. Also wirklich, der heult ja Krokodilstränen da. Mhm. Und dann steht Okada über ihm und sagt, hör auf zu heulen. Und da ziehst du die Parallele zu Wrestle Kingdom 9, wo Okada gegen Tanahashi verliert und heulend aus der Halle geht. Und Tanahashi auf dem Seil steht und sagt, hör auf zu heulen. Das ist so ein Kreis, den ich sehr interessant finde. Absolut. Ich sag mal so, für mich war jetzt in diesem Match tatsächlich relativ wenig Spannung drin, weil ich komplett zu 100% ausgeschlossen habe, dass hier New Japan das Match verlieren wird. Ich habe eher gedacht, dass halt Muto den Pin fressen wird. Hätte ich komplett ausgeschlossen. Okay. Es ist Keiichi Muto. Ja. Ja, da ist tatsächlich halt dann leider der Name, der am kleinsten ist, Kaito Kiyomiya. Insofern war mir klar, dass er den Pin voll fressen wird. Die Frage ist, war für mich nur, macht's Tana oder macht's Okada? Aber dann lieber Okada tatsächlich. Dann aber tatsächlich lieber Okada, dass der Endgegner dich direkt besiegt. Ja. Es kann natürlich jetzt dann sein, dass du einen Kiyomiya vielleicht im G1 hast. Fände ich ganz interessant. Dass er den vielleicht gewinnt. Würde New Japan sich auf sowas einlassen? Ich weiß es nicht. Aber ich spiele ja auch mit dem Gedanken, auf den sich New Japan genauso wenig einlassen wird. Lass die beiden einfach nochmal ein Match haben, weil Kaito sagt, ich möchte mir deinen Respekt verdienen, Okada. Ja. Und lass ihn den Upset schaffen. Ah. Ja, macht das ein Okada mit, ne? Ich glaube, ein Okada hätte da tatsächlich am wenigsten Probleme damit, weil ein Okada auch ordentlich gesellt hat hier für ein Kaito und auch ordentlich ihm Prügel mitgegeben hat. Und er hat ihn ja, also Kaito also er hat ihn ernst genommen. Ja, und er hat ihn halt auch kurz vor der Niederlage. Ja, und das Match hier hatte für mich ganz klar
Mission Statement, wir heben ein Kaito Kiyomiya eine Stufe höher. Keiichi Muto brauchst du nicht mehr höher heben. Keiichi Muto ist eine Wrestling-Legende. Ja? Der ist bei Wrestle Kingdom 3 schon gegen Hiroshi Tanahashi angetreten. Ja, der braucht es nicht mehr. Tana braucht es auch nicht mehr. Okada braucht es auch nicht mehr. Der Einzige, der hier von den Vieren im Ring steht und der diesen Rub braucht, ist Kaito Kiyomiya. Ja. Und jetzt kann man natürlich einfach mal wirklich diese Spinnerei anfangen. Lass ihn das Match gegen Okada bekommen und lass ihn tatsächlich diesen großen Upset schaffen und auf einmal ist der IWGP-Title weg und in der anderen Liga. Ja, vielleicht auch bei einer Noah schon. Ja, was dann aus Möglichkeiten raus, ja, oder Möglichkeiten daraus entsteht. A, mit Rematches. B, mit andere New Japan Guys machen sich auf die Jagd, den Gürtel wieder heimzuholen. Andere New Japan Guys machen Okada Vorwürfe, sagen, du hast unseren Gürtel verloren. Du bist gar nicht unser Aushängeschild. Du bist gar nicht das Ace. Du Pfeife. Ja. Chaos könnte sich auflösen dadurch, möglicherweise irgendwie so. Also ganz viel frischer Wind könnte dadurch kommen. Aber das müssen die Ligen halt mitmachen. Das ist das Problem. Weißt du, und da muss man jetzt halt auch einfach diese Situation außenrum ins Auge fassen. Wir sind jetzt im dritten Jahr der Corona-Beschränkungen in Japan. So wie es ausschaut, werden wir bis auf Weiteres weiterhin Probleme haben, Gaijins einzufliegen. Die Kader sind in allen Ligen relativ dünn besetzt und vor allen Dingen stagnierend. Wann begreift das japanische Wrestling, dass sie über ihren eigenen Schatten hüpfen müssen und zusammenarbeiten müssen? Wenn sie keine Leute ins Land reinbekommen, müssen sie sich gegenseitig helfen. Das ist richtig. Und die Türen sind gerade jetzt damit eigentlich offener denn je eigentlich. Und New Japan darf ja von mir aus dann das Zentrum des Universums dabei sein. Aber sie müssen auch über ihren eigenen Schatten springen. Ja. Und das ist das größte Problem, glaube ich, tatsächlich. Ja. Da in dieser ganzen Konstellation. Ja. Und irgendwo rennt ja auch noch bei All Japan ein, na, wie heißt er? Miyahara rum, der ja auch auf so einem Push-Level irgendwo mitspielt bei den dreien. Mhm. Ja. Und ja. Auch der könnte noch irgendwelche Sachen natürlich anmelden in irgendeiner Art und Weise. Das wäre auch nicht auszuschließen. Aber es ist halt, Okada sieht hier, also ich weiß nicht, vielleicht sieht Okada auch so sich selber halt, ne? Es war schon gut. Und Keiichi Muto hatte in dieser Match eigentlich nur die eine Aufgabe, einmal, also Kiyomiya einzutaggen. Wo wirklich Kiyomiya da draußen steht und heiß ist wie Frittenfett und sagt, jetzt tag mich ein. Und Keiichi guckt da nach oben und so, ja, willst du? Okay, dann mach. Dann mach auch fertig. Genau. Und die beiden haben ja auch noch eine Geschichte miteinander. Ja, weil Keiichi Muto hatte ja letztes Jahr noch den GHG Heavyweight Title gewonnen von Go Shiozaki und hat den dann in die Pause geschickt. Und Kaito Kiyomiya war die erste Titelverteidigung. Und das hat Keiichi Muto gewonnen. Natürlich. Natürlich. Ja. Und da ist halt auch noch nicht zu Ende erzählt. Das könnte jetzt bei Noah halt auch nochmal aufgekommen, dass dann Keiichi sagt, du bist noch nicht so weit. So, du musst jetzt erst nochmal dich wieder an mir abarbeiten. Ob ich das sehen will, weiß ich nicht. Das Match der beiden war gar nicht schlecht, tatsächlich, miteinander. Kiyomiya Kreise um ihn herum wrestelt. Richtig. Ja. Und das andere Bild, was in dem Match bleibt, ist, dass Tana und Muto draußen an der Stage sitzen, zusammen. Nebeneinander nach dem Match und beide nicht mehr können. Ja. Wie gesagt, beide wahrscheinlich sich zurückerinnern an Wrestle Kingdom 3 und sich gedacht haben, boah, ist das lange her. Boah, weißt du noch? Damals. KG. Als unsere Knie noch da. Als wir noch Knie hatten. Oh Mann. Ja. Ja aber, deswegen, also es war ein super Match. Kann man jetzt nicht anders sagen. Ja, und ich denke, es ist auch einfach dem Fakt geschuldet, dass du eben die Mega-Aces so selten zusammen teamen siehst, dass allein dadurch eben das Match hervorsticht. Und dann halten die auch noch die beiden wichtigsten Gürtel der Liga. Ja. Weil ich würde jetzt mal dadurch sagen, dass Evil den Never-Openweight-Titel gewonnen hat, ist der ja automatisch in der Ansehnlichkeit um
fünf Klassen gesunken. Es ist das, auch das ist ja so, so absurd, weißt du? Wir haben noch vor gar nicht so langer Zeit gesagt, da dass ein Jay White jetzt den Never-Title trägt, ist das Ding super wertig mittlerweile. Er hat ja von einem Tanahashi abgenommen und dem, mit dem Evil die Finger an irgendeinen Titel legt, denkst du so, ja. Fängt an zu schimmeln. Was passiert eigentlich mit dem Hardcore-Teil? 24-7 ja. Niveau. Ja. Aber ich habe gar nicht mitgekriegt, ich dachte, dass Okada tatsächlich den alten Titel wieder reintroniert. Ja, das hatten wir auch gemutmaßt. Ja. Wir hatten in der Opening Bell ja eben diesen Reset-Button vor Augen. Mhm. Aber Okada hat nach seinem Sieg gegen Shingo den alten Gürtel sozusagen verabschiedet. Und hat ihn dann in einem Backstage-Interview noch gesagt, ihm ging es darum, dass dieser wirklich sehr schöne und sehr populäre Gürtel einfach ordentlich in die Rente geschickt, geschickt wird und nicht so im Vorbeigehen von Ibushi. Oh. Ja, das hat man ja im letzten Roundtable ja im Endeffekt auch schon genau so gesagt. Man hat jetzt also nicht alles geretconnt, sondern nur alles, was Ibushi gemacht hat. Das ist auch so richtig. Ah. Naja, gut, okay. Kann man machen, auf jeden Fall. Ja. Ja. Also ich möchte das Singles-Match auf jeden Fall noch haben, der beiden. Das ist ein Muss. Das wäre ein Big-Money-Match. Ja. Tatsächlich hätte auch Tanahashi gegen Kiyomiya einen Charme. Das könnte tatsächlich, dass er vielleicht sagt, so Okada, ne, wir beide, aber dass ein Tanahashi sich dann da vielleicht davor erstmal stellt und sagt, wenn du zu ihm willst, dann musst du erstmal mir vorbei. Ich bin das Ace. Ja. Aber da gehen so viele interessante Paarungen aus der Show hervor, die man potenziell im Raum stehen hat. Eben alleine aus diesen letzten beiden Matches kannst du so viele Paarungen rausholen. Ja, du könntest auch so eine ganze Tour gefühlt füllen mit LIJ versus Kongo Matches. Ich hatte ja die bescheuerte Idee, dass man in 2022, also das ist ja total utopisch wahrscheinlich, aber diese ganzen Turniere, die sich im Laufe des Jahres abspielen, ne? N1, G1, die Junior Leagues, Tag Leagues und sonstiges, dass man das vielleicht mal miteinander kombiniert. Aber wer gewinnt dann was halt, ne? Und das ist dann schon wieder. Ja, wir sind halt wirklich hier im ganz großen politischen Bereich. Und ich meine, klar, es ist halt Stand jetzt immer noch so, dass New Japan der größte Name ist auf dem japanischen Markt. Wobei ich ganz klar auch sagen muss, dass wenn ich mir jetzt hier so Kommentare und Reviews angucke, ist von den meisten Zuschauern tatsächlich eben das, was du an Feedback hörst. Ja, die New Japan Guys waren ganz gut, aber Feuer haben die Noah Guys mitgebracht. Ja. Ich meine, klar, die haben auch was zu beweisen. Das ist richtig. Ja, sie haben ja also gerade in Keno dann halt gerade das Maul weit aufgerissen, ne? Mhm. Und haben gesagt, ne, wir sind, also ne, ihr seid nicht mehr die Nummer eins. Das war ja dieses, ne, ihr seid New Japan, oh toll, cool. Ihr wart mal vielleicht eine große Nummer, aber die seid ihr nicht mehr. Und ich kann das schlecht einschätzen, wo gerade so sich Noah und All Japan einreihen im Standing hinter New Japan. Oder ob sie da nah dran sind mittlerweile, das kann ich halt gar nicht mehr einschätzen. Aber Noah veranstaltet halt auch wieder mittlerweile in größeren Hallen. Ne? Ich meine, wir haben vor ein paar Jahren noch darüber geredet, dass sie vor 30 Leuten in der Turnhalle gecatcht haben. Mhm. Ne? Und jetzt füllen sie wieder die, die Sumo Hall, sondern die, wie heißt das denn? Ja, aktuell füllen sie gar keine Hallen, weil aktuell keiner irgendwelche Hallen füllt, ja. Als Rubikan haben sie aber mit 3000 Fans voll gemacht, sagen wir es mal so, ne? Ja. Was geht? Aber da wäre wahrscheinlich auch mehr gegangen. Ich denke grundsätzlich weiterhin, dass New Japan in Japan eben der Marktführer ist. Mhm. Aber aufgrund der aktuellen Situation sind sie vielleicht so angreifbar und so verletzlich wie schon lange nicht mehr. Ja. Ja, weil einfach so viel Hype von dem Produkt weg ist. Klar, die westliche Welt guckt jetzt lieber All Elite.
Ja, da ist das New Shiny Toy, was New Japan eben über Jahre war, ist jetzt halt All Elite. Und der heimische Markt, dem kannst du halt auch nur so oft immer die gleiche Card präsentieren. Ja, dann schaut man vielleicht auch mal eher über den Tellerrand hinaus. Dann was gibt's denn da noch, was ich mir jetzt mal angucken könnte? Genau. Und genau aus dem Grund haben wir ja vorhin schon gesagt, müssten eigentlich diese Ligen jetzt anfangen, miteinander zu kommunizieren und miteinander zu kooperieren. Einfach um frisches Blut reinzubekommen. Ja, bisschen Feuer entfachen wieder in der ganzen Geschichte. Die Frage ist halt, will man das? Will man Geld verdienen? Wer bekommt welche Anteile und so weiter und so fort? Und da ist ja halt gerade in dieser japanischen Kultur, es ist ja alles noch viel starrer und wir, also wir, traditioneller. Das Beste, wir haben ja gesagt, hier wurden Themes gedubbt, ne? Es scheitert ja schon daran an Musiken. Ja, ja Lizenzen gesagt, für Musiken. Ja, also, ne? Ja, aber da ist die ganze Situation sowieso nochmal viel komplizierter, weil es ja nicht nur mit den Ligen zusammenhängt, sondern auch mit den Fernsehsendern. Ja, es hat ja schon jetzt ganze Zeit lang Probleme gegeben, wenn du Stardom-Zeug bei New Japan World oder bei New Japan bringen wolltest, weil unterschiedliche Fernsehanbieter, TV-Verträge vorhanden waren, obwohl es der gleiche Eigentümer ist im Hintergrund. Ja, das ist irgendwie absurd für einen Außenstehenden, dass man da sich nicht irgendwie zusammenraufen kann. Ja, auf der anderen Seite des großen Teichs hüpft demnächst die Impact Knockouts Championess im WWE Royal Rumble mit rum. Ja. Ja, und hier bekommt man den Arsch nicht zusammengekniffen. Ja, es ist dann halt andere Mentalität und das Problem ist halt einfach, ich glaube, New Japan möchte sich halt tatsächlich, ich weiß nicht, ob sie dann halt auf so einer eigenen Wolke noch vor sich hin dümpeln und eher in den eigenen Untergang rennen, bevor sie irgendwas andere anderen Zugeständnisse machen. Und ich meine, das, was sie dann eben holen als Verstärkung, ich meine, das Letzte, was wir jetzt an frischem Blut bekommen haben in den Kader, ist die Rückkehr von Taka Michinoku. Ja, gut. Ich meine, ich freue mich jedes Mal, wenn es ein Theme kommt, ne? Taka is coming, motherfucker. Aber der brennt jetzt nicht unbedingt die Hallen nieder. Nee, das ist vollkommen richtig. Und ja, Ren Narita ist ja jetzt wieder da, habe ich das. Ist der jetzt wieder fest im Kader oder war der jetzt so? Ich denke, der ist wieder bei Strong drüben. Okay, also war das jetzt nur so ein Hallo-Trainer? Genau, das ist halt das Mirror-Match mit dem Coach. Ja. Naja, gut. Ja, da geht nicht viel rein dann im Moment. Ja, und wenn man sich eben so wie New Japan in den letzten Jahren so stark auf Gaijins verlassen hat und dann eben so viel auch tatsächlich weggebrochen ist, ne? Allein der Abgang um Omega rum hat halt ein qualitatives Loch gerissen. Dann kam die Pandemie und auf einmal kommen einfach Leute nicht mehr zurück. Ja? Also Jay White, da kann Ghetto noch so lang hier mit Jay White Gear von oben bis unten eingedeckt rumlaufen, weil ich sehe einen Jay White auch in den nächsten Monaten nicht zurückkehren. Die Frage ist dann, ob er überhaupt irgendwann nochmal wieder zurückkehrt, ne? Das ist die nächste Frage. Wird er ein Strong Guy? Ja, der ist jetzt für Ende Januar bei Impact Wrestling wieder angekündigt. Das ist da zumindest mal wieder im TV zu sehen, aber man weiß es nicht. Will Ospreay ist wohl wieder zurück. Aber wohnt er auch wieder da drüben, oder? Ist halt. Ja, gut. Will Ospreay und ich, wir werden halt auch keine Freunde mehr, ne? So, das ist. Ja, aber ich meine, das ist dann zumindest wieder ein Name zusätzlich, ne? Absolut richtig. Das ist nicht von der Hand zu weisen. Ja. Wenn dafür dann eben Jeff Cobb jetzt eben mit einer leichten Knieverletzung ausfällt, dann hast du halt da auch wieder einen Abgang, ne? Und ja, Kenta fällt. Kenta ist ein halbes Jahr weg, wobei Kenta ist halt auch so eine Personalie. Ich meine, der lebt halt in den USA und kommt halt für Special Matches rüber. Ja. Übrigens,
absolute Arschkarte ist, so wie es ausschaut, eben mit seiner Hüftverletzung kann er nicht fliegen, ne? Das heißt, der bleibt jetzt einfach in Japan für also, die nächsten x Monate. Wenn es ganz blöd läuft, sieht er seine Familie jetzt erstmal monatelang nicht mehr. Das ist unschön. Also da ja. Hat er die. Das ist das absolute Worst-Case-Szenario geschaffen. Ja, definitiv. Ich meine, Alex hofft immer noch darauf, dass das Brian Danielson dann hier rüberkommt. Aber. Ja, gerne, aber. Sind wir mal realistisch, solange die Regeln so sind, wie sie sind. Wird eher nicht passieren. Eher nicht, genau. Eher nicht. Würden mit Kusshand nehmen, aber eher nicht. Ja, nicht nur ihn, sondern theoretisch einen Chris Dickinson, Tom Lawler und wie sie alle heißen. Ne? Also könnten alle eine sinnige Verstärkung des New Japan-Kaders darstellen. Ja, deswegen hatte ich ja in der Opening Bell ja gesagt, also Team Filthy alleine würden den Kader schon ordentlich verstärken. Ja. Aber um Leute auf Exkursionen oder Neuzugänge, Noah hat einen Neuzugang zu verkünden. Mhm. Game Changer ist ja überall im Moment, ne? Mhm. Ninja Mac. Ninja Mac. Sagt mir nichts. Muss es auch nicht. Es ist halt ein Typ, der richtig viel und oft sich in der Luft drehen kann. Und sich wie ein Ninja anzieht. So eine alte Hayabusa-Maske aufgezogen hat. Okay, ich hatte jetzt befürchtet, es wäre Willy Mac in einem Anzug. Nee. Das wäre ja so, da wäre ich ja wieder dabei gewesen, ne? Oh, Ninja Mac ist schon. Dann ist natürlich die Frage, ist Ninja Mac auch nur ansatzweise so gut wie Shano Mac? Nein. Der ist ja schließlich der beste Wrestler der Welt. Ja, der Vergleich ist schwierig, nennen wir es mal. Da werden wir keinen Nenner finden. Na gut. Kommen wir denn punktemäßig auf einen Nenner, Basti? Ja, also mit Fazit vielleicht zusammen. Es ist eine Karte der vertanen Chancen. Ja? Ihr hattet ja in der Time Machine auch über Noah und New Japan Kooperations Wrestle Kingdom vor 10 davor. Wir sind ja quasi so 10 Jahre später. Ja. Und es hat sich eigentlich genau das einfach nur bewahrheitet, was Matze halt auch gesagt hat. So, es ist viel zu viel Politik in diesem, als dass du irgendwas Geiles zusammenbekommst am Ende. Ja, die beiden Main Events, Co-Main Event und Main Event, oder wie gesagt, Main Event 1 und Main Event 2. Das kann man sich definitiv angucken. Alles andere, wenn du es nicht gesehen hast, hast du nicht viel verpasst, glaube ich. Ja. Das Einzige, was du halt mitnehmen kannst, dass es halt so down the road möglicherweise irgendwie interessante Einzelpaarungen geben könnte. Ja. Desperado Yohei, Sekiura gegen Suzuki. Gut, House of Torture, also wenn jetzt daraus angekündigt wird, Go Shiozaki gegen Evil, dann sage ich auch nein, danke. Aber alles, was mit den Ingo Bernables und Kongo und im Main Event passiert, also Mega Aces gegen Kaito Kiyomi und Keiji Muto, das macht schon Laune. Das ist okay. Und da kann man sich auch die beiden Matches durchaus angucken. Wenn man so ein bisschen nostalgisch was haben möchte, dann kann man sich das Tag Team Match mit Ogawa und Marufuji gegen Suzuki-Gun noch angucken. Aber ansonsten ist der Rest nichts, was man unbedingt gesehen haben muss. Kleines Schmankerl wäre das Match der Young Boys gegeneinander, also Yano und Fujita. Ja, wenn man die Namen erstmal so ausspricht, könnte man noch an ein anderes Match denken. was gar keiner sehen wollen würde, glaube ich. Das sind auch wieder 10 Jahre in der Vergangenheit. Ja, ungefähr. Ja, deswegen, wobei Fujita ist für seine Auftrittsmusik ganz cool. Aber ja. Ich gebe dem Ganzen, weil es mich halbwegs unterhalten hat, der Rest, also die beiden Matches kriegen die Pluspunkte und dann bin ich bei 7 Punkten. Für das Ganze, würde ich sagen. 7 ist auch genau die Zahl, die mir im Kopf rumgeschwebt ist. Ja. Ich denke, das ist die fairste Bewertung für eine Show, die ja, ich sage jetzt einfach mal so, gebookmarkt wurde von einem richtig guten Young Boys Match in der Pre-Show und 2 Top Main Events.
Ja. Ja, ich meine, das waren die beiden Matches, die man auch groß angekündigt hat. Und der Rest ist halt da. Leidet unter, ja, fragwürdigem Booking. Ja, sehr viel Ja. Politik-Booking. Aber es ist trotzdem kein schlechtes Wrestling. Also es ist keine Show, die wehtut beim Gucken, außer bei House of Torture, wie immer. Aber da ist zumindest die Befriedigung, dass dem House of Torture wehtut, dass das Kiyosaki sie so wegjobbt. Wie gesagt, also der Rest der Card ist okay. Nichts, was man gesehen haben muss, was man sich angucken kann. In der Hoffnung, dass daraus eben was für die Zukunft entsteht. Und diese Hoffnung ist ganz, 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 ganz groß eben bei den beiden Main Events, weil das Potenzial hätte, so ein bisschen den Momentum Changer in der Wahrnehmung wieder reinzubringen. Ja, definitiv. Dass man auch das nach die Außenwirkung ja des japanischen Wrestling, dass man so, okay, wir haben es jetzt kapiert. So, wir müssen was machen. Und nicht nur irgendwie das 12. Mal das gleiche Match wieder ansetzen. Genau. Ich meine, ich habe jetzt da vor ein paar Wochen so ein kleines Pamphlet gelesen zur Fehde Desperado gegen Hiromu, wo eben eins der größten Probleme, gerade der Junior-Division dort benannt worden ist, nämlich dass wir super viele repetitive Matches haben. Und dass deswegen kaum noch einer diese Matches sich anguckt. Ja. Best of Super Juniors ist bis auf Berge, glaube ich, komplett ignoriert worden. Grüße, Berge, guter Mann. Aber der andere Punkt ist halt auch der, dadurch, dass die Matches so häufig stattfinden, ist die Chemie halt mittlerweile so grandios. Das stimmt Ja, also allerdings, die ja. können nachts um 3 aufstehen und locker ein 3-Sterne-Match miteinander wresteln. Aus dem Schlaf raus. Die Frage ist halt, ist ein 3-Sterne-Match aus dem Schlaf raus in der 87. Paarung dein Anspruch, den du hast? Naja, nicht so wirklich. Oder möchtest du einfach hier wieder King of Sports sein und mit Puro Resu generell dieses mysteriöse Wrestling, was so ganz anders ist wie der US-Mainstream, ein bisschen zum Scheinen bringen? Wenn du das möchtest, dann kneif jetzt endlich die Arschbacken zusammen, liebes japanisches Wrestling, und Ja. arbeite zusammen. Ja, aber das fasst es ganz gut, weil es war jetzt auch gerade bei Noah, war ja dieser Innovation U Cup, wo dann die ganzen Junior-Stables quasi irgendwie so ein kleines Turnier untereinander ausgekämpft haben. Das habe ich mir auch nicht angeguckt, weil ich habe die Paarungen alle schon 30 Mal gesehen. Ja. Da hat es dann auch nicht gebracht, dass bei den Los Perros del Mal jetzt Super Crazy noch mit rumhüpft. Ja, geil. Das ist ja verrückt. Ja. Ja. Der wird auch nicht jünger. Aber vielleicht ist ja dann was für unsere Nicole, die Ja. ja auf die alten ECW-Legenden ja doch noch so ein bisschen Crush hat, ja. Ja. Na gut. Gut. Haben wir eine Show gehabt. Da haben wir eine Show gehabt. Nachdem wir die Werbung schon am Anfang hatten, sind wir eigentlich hier auch direkt schon fertig, Basti. Genau. Mal gucken, vielleicht treffen wir uns ja noch mal down the road im Jahr wieder für eine Noah X New Japan oder New Japan X Noah Show irgendwo. Ich habe ja immer noch im Hinterkopf, dass wir Final Battle eigentlich noch besprechen wollten. Das hat jetzt halt auch irgendwie zeitlich überhaupt nicht in den Januar reingepasst. Ich meine, wer kann denn auch ahnen, dass hier auf einmal 27 Tage Wrestle Kingdom auf einmal stattfinden? Ja, plus noch irgendwie andere Ligen, die auch alle möglichen großen Titelmatches noch auf den Markt schmeißen, ne? Aber das ist ja nichts, was deswegen ignoriert werden muss. Also wir können ja das vielleicht dann im Februar unterbekommen. Ich Ja. meine, Ring of Honor läuft uns ja nicht weg. Richtig. Ja, das ist vollkommen korrekt. Und da tut sich ja dann auch noch ein bisschen was, ne? Also die erste Veranstaltung bei Ring of Honor steht ja auch schon wieder fest.
Und nachdem sie ja jetzt im Impact-Produkt ein bisschen mithüpfen, vermute ich, dass wir da die nächste Crossover-Show dann haben. Ja. Mit ROH X Impact. Was auch sinnig ist irgendwo. Aber ja, vielleicht muss da Ring of Honor dann sogar der kleinere Part sein. Das war auch nicht immer so. Das ist auch interessant. Ja. Naja, mal gucken, was da rumkommt. Also wir haben jetzt ganz viel Möglichkeiten der Zusammenarbeit am Horizont mal wieder. Mal schauen, ob es diesmal funktioniert, um praktisch die Brücke zum Anfang zu schlagen. Aber sind wir einfach mal realistisch und hoffen einfach mal das Beste, aber rechnen mit nichts. Da können wir nicht enttäuscht werden. Und dann würde ich sagen, Basti, machen wir Feierabend. Eine Sache vielleicht noch, die mir, okay, wo du das nämlich gerade sagtest. Es gab ja diesen Noah-Invasion-Angle vor ein paar Jahren. Mhm. Wenn du dich noch dran erinnerst. Und da, ich kann New Japan vielleicht so ein bisschen gerade nachvollziehen, weil genau in dieser Fehde wurde ja Noah verkauft. Ja. Und hat die neuen Besitzer ja die Zusammenarbeit mit New Japan von gleich auf morgen gecancelt und New Japan musste sein ganzes Booking über den Haufen werfen. Ja, da steckt ja auch, oder da kommt ja auch der ganze Groll her, weil da eben Kohle verloren gegangen ist. Ja, und nicht zu wenig. Ja. Ja. Also kann man so ein bisschen Ressentiments vielleicht sogar verstehen. Ja, aber ja, nachdem aber sie jetzt nach all den Jahren auch Impact verziehen haben. Ja. Und mit Cyberfight bzw. Cyber Agent ja auch eine, sagen wir es mal, wahrscheinlich vernünftigere Führung hinter Noah steht als die vorherigen Besitzer. Ja. Das sollte eigentlich in der Theorie alles möglich sein. Gut. Also, dann zweiter Anlauf. Machen wir Feierabend, oder? Machen wir Feierabend. Dann darfst du dich jetzt gerne verabschieden und ich mache deinen Deckel drauf. Alles klar. Dann, ich wünsche euch noch viel Spaß. Guckt die Show, also zumindest die beiden letzten Matches, die findet ihr bei entweder dann halt New Japan World oder eben bei Wrestle Universe. Ist beides für einen schmalen Taler zu haben und da gibt es noch eine ganze Menge mehr. Und wünsche euch, auch wenn ihr bei andere Sachen guckt, ganz viel Spaß dabei und sage tschüss, bis zum demnächst. Ja, und dann sage ich, danke Basti, dass du dir die Zeit genommen hast. Dann haben wir nämlich dich jetzt auch endlich mal hier im New Japan-Produkt mitgehört. Dann haben wir, glaube ich, das ganze Team demnächst durch, dass die mal einen Senf zu einem New Japan. Willi fehlt noch. Aber ich glaube, das wird noch ein bisschen dauern. Long-Term-Booking. Ja. Gut. Wie gesagt, danke Basti, danke euch da draußen fürs Zuhören. Viel Spaß bei allem, was ihr macht. Passt auf euch auf, bleibt sauber, bis zum nächsten Mal. Wanker, wanker.